Wir hören nun den ersten Teil der neuen Intros einer monatlichen Reihe von gesellschaftskritischen Einführungsveranstaltungen, organisiert von den Gruppen A-Quadrat und Kritikmaximierung sowie vom Freien Senderkombinat. Mit den Intro-Veranstaltungen wollen diese in Hamburg Raum für die Vermittlung linker Theorie bieten. Die Vorträge zielen darauf ab, sich zum ersten Mal und ohne große Vorkenntnisse mit gesellschaftskritischen Fragen auseinanderzusetzen. In einem lockeren Rahmen wollen sie eine Kritik an Herrschaftsverhältnissen, zum Beispiel an Rassismus oder Antisemitismus, vorstellen und entwickeln. Dabei geht es ihnen nicht nur um eine Rückschau auf die Debatten der letzten Jahrzehnte. Mit dem Publikum möchten sie auch über die Aktualität und Erneuerung linker Positionen diskutieren. Im gleichzuhörenden insgesamt sechsten Teil referierte am 8. Dezember Roger Behrens zur Kritik des Nationalismus. In der Ankündigung zu dieser Veranstaltung heißt es: In diesem Intro geht es um die Kritik des Nationalismus, aber auch die grundsätzliche Frage, was überhaupt Nation und warum sie ein Problem ist. Die Einführung versteht sich historisch und systematisch. Einerseits versucht sie zu klären, warum eine Kritik des Nationalismus immer auch eine Kritik der Nation ist. Andererseits soll diese Kritik anhand der Geschichte des Nationalismus bzw. der Geschichte der Nationen des modernen Nationalstaats formuliert werden. Kritik des Nationalismus ist, auch in Bezug auf seine gegenwärtige Realität und Ideologie, immer Kritik der konkreten gesellschaftlichen Verhältnisse. Dafür sollen weitere für die Moderne fundamentale Begriffe wie Volk, Kultur oder Tradition in den Blick genommen werden, aber auch Aspekte der Massenpsychologie, der sogenannten Biopolitik und der Kritik der politischen Ökonomie. Soweit aus der Ankündigung der Veranstaltung. Die aktuelle zweite Intros-Reihe wird noch bis April 2012 an jedem ersten Donnerstag im Monat in der Roten Flora fortgesetzt. Das nächste Mal am Donnerstag, dem 5. Januar, mit einem Vortrag von Anna Friedrich und Markus End aus Berlin zur Kritik des Antiziganismus. Im Februar folgt ein Vortrag zur Kritik der Heteronormativität. Beginn ist jeweils um 19 Uhr in der Roten Flora. Weitere Informationen zur Intros-Reihe finden sich im Internet unter intros.blogsport.eu. Wir wünschen nun anregendes Hören beim ersten Teil der neuen Intros, Roger Behrens zur Kritik des Nationalismus. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid. Wir gehen jetzt mit den Intros in die zweite Runde. Jetzt sind wir in der Flora, jeden ersten Donnerstag im Monat, heute die Ausnahme. Und ab jetzt beschäftigen wir uns also heute mit Nationalismus, also der Kritik daran, und ab Januar dann mit der Kritik an Antiziganismus, an Heteronormativität, an Kapitalismus und an Verschwörungstheorien. So, also wieder fünfteilig. Die Internetseite ist intros.blogsport.eu. Da werden dann auch die restlichen Ankündigungstexte heute oder morgen noch draufgestellt. So, und unsere letzte Intros-Reihe, also den ersten Teil, haben wir mit der Kritik am Staat beendet. Und heute soll es eben um die Kritik am Nationalismus gehen. Das ist Roger Behrens, der wird gleich den Vortrag halten, und der hat sich unter anderem beteiligt an I Can't Relax in Deutschland und hat auch schon in der Jungle World geschrieben und beim FSK gesendet. Und FSK ist jetzt auch der neue Kooperationspartner neben uns beiden. So, dann würde ich sagen, geht's mal los. Mit mir jetzt. Ja, mit dir. Ja, vielen Dank. Auf dem Mikrofon ist viel Hall. Hat es eine Richtigkeit? Na gut. Ich soll den Vortrag halten und möchte das auch gerne zum Thema Nationalismus. Das ist ein Problem insofern, weil ich krank bin und irgendwann meine Stimme vielleicht einfach versagt und der Vortrag zu Ende ist damit. Das ist vor allen Dingen aber auch ein inhaltliches Problem, weil das ein sehr weites Feld ist und es einige Differenzierungen zu treffen gibt, die historischer Natur sind, nämlich hauptsächlich ist es die Frage der Entstehung eines Problems von Nation und Nationalismus,
damit verbunden die Frage, was hat eigentlich die Kritik von Nationalismus heute noch in der linken oder linksradikalen Politik zu suchen? Anders gesagt, sind die Phänomene, die man heute als nationalistische charakterisieren würde, eigentlich immer noch deckungsgleich mit dem an Nationalismus, was sich maßgeblich im 19. Jahrhundert herausgebildet hat. Und ich möchte das, was ich hier vortrage, eigentlich selber auch historisch entfalten. Wenn Caro eben in der Einleitung gesagt hat, dass ich beteiligt war an dieser Kampagne I Can't Relax in Deutschland Mitte der Nullerjahre, eine Kampagne angesichts des damals noch relativ neuen sogenannten Popnationalismus oder Nationalisierung innerhalb der deutschsprachigen Popmusik, dann berührt das eigentlich genau das Problem, nämlich, dass sich damals gezeigt hat, die besondere Art, Deutschland abzufeiern, geht nicht eins zu eins begrifflich in dem auf, was einen positiven Bezug zu Deutschland oder was auch immer, deutsche Nation in den Jahrhunderten vorher gemeint hat, vor allen Dingen im 20. Jahrhundert. Das heißt, ich werde jetzt erstmal einiges sagen, weniger zum Begriff Nationalismus als vielmehr grundlegend zum Begriff der Nation. Auch da hat sich im Übrigen theoretisch auch von kritischer Seite so in den letzten 30 Jahren einiges getan. Veränderungen, die jetzt eigentlich auch auf der Hand liegen, die sich durchgesetzt haben, den Begriff der Nation überhaupt zu bestimmen, da werde ich zu kommen, wobei es eigentlich gar nicht so sehr um die Namen geht, sondern vielmehr um eine Rekonstruktion der Frage, was ist eigentlich das Problem an der Nation. Hinzu kommt, es ist ganz schön, dass die Intro-Reihe im ersten Teil mit einer Veranstaltung zum Thema Staat aufgehört hat. Das, was wir Nation nennen und was auch dann kritisiert wird als Nation oder eben auch Nationalismus, hat aufs Engste zu tun mit dem, was in der Neuzeit Staat genannt wird. Das fällt eigentlich als Problem zusammen, nicht nur für eine linke Kritik daran. Wenn ich sage Neuzeit, dann ist damit gleichzeitig auch ein Zeitrahmen abgesteckt, den ich jetzt hier verhandeln will. Der ist auch relativ groß. Die Neuzeit beginnt so gemeinhin um 1600. Und das ist also eigentlich auch genau die Zeit, in der so sukzessive sich herausbildet die bürgerliche Gesellschaft mit ihrer dann dazugehörigen kapitalistischen Produktionsordnung. Also im engeren Sinne wäre es dann das 19. Jahrhundert, wo das entsteht, was wir heute von der fundamentalen Struktur immer noch haben. Genauso wie Staat zum Begriff der Nation gehört, gehören eine ganze Reihe von weiteren sehr grundlegenden Begriffen dazu, die keineswegs, wie natürlich auch der Begriff der Nation selber, sozusagen essentiell sind, also die keineswegs definiert sind dadurch, dass es sie einfach gibt, sondern die sich selber historisch ergeben haben, aufgrund von bestimmten Bedingungen überhaupt erst entstanden sind. Das sind Begriffe, bei denen man das vielleicht erstmal gar nicht denkt, wie zum Beispiel Bevölkerung oder Gesellschaft oder Gemeinschaft. Das heißt, wir können im Rückblick natürlich sagen, es gibt menschliche Verhältnisse, die immer gesellschaftliche Verhältnisse sind, aber in dem dezidierten Verhältnis, wie wir heute von Gesellschaft reden, ist das ein Phänomen, was sich auch erst so im 18. Jahrhundert langsam begrifflich und dann im 19. Jahrhundert historisch konkret herausgebildet hat. Und das gilt eben auch für Nationen. Weitere Begriffe da wären Bürgertum, Bürgerlichkeit, Volk, gehört korrespondiert mit Bevölkerung und natürlich auch ganz wichtig für Nation Kultur, der Begriff des Politischen oder Politik überhaupt, Zivilisation und auch verschiedene geografische Zuordnungen, also was wir so in Anführungszeichen vielleicht einfach Land nennen oder Territorium nennen.
Der Begriff der Nation ist im 14. Jahrhundert das erste Mal in Verwendung, da in einer Weise noch nicht im modernen Sinne, nämlich eher in der Form, wie man gelegentlich im Englischen auch von Nations spricht, also das als Synonym für so ja Stämme oder so Tribes, ja, also gelegentlich werden ja so bestimmte Bevölkerungsgruppen in den USA immer noch, also sogenannte Indianer werden dann als Nations bezeichnet. In der Weise hat sich das also schon im 14. Jahrhundert herausgebildet, wird aber zu einem tatsächlich die Moderne definierenden Begriff dann erst mit der Moderne selbst, mit der Neuzeit, also wie gesagt ab 1600. Was daran das Entscheidende ist, also ganz grundlegend, und das scheint ja auch klar zu sein, mit Nation werden Gemeinschaften definiert, wo sich vermeintlich auf was Gemeinsames von Menschen bezogen wird. Vom Begriff her hat es mit Geburt zu tun. Dieses Gemeinsame bekommt auf einmal in der Moderne eine Bedeutung, wo das explizit mit dem Ort zu tun hat. Ja, das ist ein ganz großer Bruch, der vom Wechsel des Mittelalters über die Renaissance zur Moderne passiert, dass sich Gesellschaften und eben auch sogenannte Nationen explizit über ein begrenztes Territorium definieren können. Das unterscheidet zum Beispiel auch Staat vom Reich. Also die Reichsidee, auch wenn wir dann, was die deutsche Geschichte angeht, ein Kaiserreich haben und ein nationalsozialistisches sogenanntes Drittes Reich. Die Reichsidee ist nicht in der Form auf das Territorium fixiert, wie das dann der später existierende und entstehende Nationalstaat ist. Es wird relativ schnell der Begriff der Nation definitorisch benutzt zur Heraushebung von Gemeinsamkeiten, die sich noch nicht auf die Politik beziehen. Gemeinsamkeiten, die vor allen Dingen dann festgemacht sind an der Kultur. Auch das ist eigentlich immer sehr problematisch, auch wenn das jetzt wie so einfache Definition sich anhört, weil gleichzeitig, und das gehört zum Begriff der Nation, auch überhaupt erstmal ein Begriff von Kultur geschaffen werden muss, den man darauf beziehen kann. Und das ist ein grundsätzliches Problem, was aufscheint, gerade beim Begriff der Nation, dass diese ganzen zentralen Konzepte, mit denen die bürgerliche moderne Gesellschaft sich definiert, eigentlich immer redundant sind. Also zum Beispiel, Kultur wird als nationale Kultur definiert durch die Nation. Die Nation selber wiederum definiert sich durch die Kultur. Also es sind immer so gegenseitige Verweise, bei denen man am Ende nicht das Haus bekommt, was man eigentlich unterstellt, nämlich dass es eine Wesenheit gibt, bei der man sagen kann, zum Beispiel Deutsche sind so, Italiener sind so, Russen sind so und so weiter. Also das gibt es nicht, sondern es wird permanent neu konstruiert über diese grundsätzlichen Begriffe, wie eben vor allen Dingen Nation selbst, Kultur, schließlich dann auch Volk, ebenso auch Gesellschaft und dergleichen. Was aber wichtig ist, ist, dass trotzdem versucht wird, dieser Verkoppelung eine konkrete Figur zu geben. Und das ist im 18. Jahrhundert, vor der Französischen Revolution noch, 1789, ist das die Sprache. Also das ist sehr entscheidend für so einen frühbürgerlichen oder frühmodernen Nationbegriff, auch in der Hinsicht, das muss man immer dazu sagen, dass der zumindest für die Herausbildung der bürgerlichen Gesellschaft, die ja erstmal keine schlechte Veranstaltung ist oder zumindest nicht als schlechte Veranstaltung gedacht war, ein emanzipatorischer Begriff ist. Also über die Vorstellung von Nation emanzipiert sich das Bürgertum, emanzipiert sich von bisherigen gesellschaftlichen Strukturbeziehungen, die hauptsächlich eben über Religion oder das Feudale geprägt waren. Das ist deshalb wichtig, weil gemeinhin
Auf den geht dann übrigens auch der Begriff des Nationalismus zurück, weil der den das erste Mal benutzt haben soll. Gemeinhin Johann Gottfried Herder, haben vielleicht einige schon mal gehört, den Namen, so als, ja, als Begründer eines eigentlich aggressiven und reaktionären Nationalismus gesehen wird. Das ist aber gar nicht so. Also das heißt nicht, dass Herder unbedingt so ein toller Typ war, sondern das heißt, dass man genau an Herder sehen kann, wie ambivalent der Begriff der Nation gerade in der Herausbildung der bürgerlichen Gesellschaft auch seine politische Funktion gewonnen hat. Nämlich Herder ist derjenige, der versucht eigentlich, und das ist, wenn man sich das vorstellt, so um 1800 oder so im ausgehenden 18. Jahrhundert eine ganz interessante Konfiguration, der versucht eigentlich so etwas wie ein nicht rassistisches Ideal des Menschen zu konstruieren. Also das heißt, er wendet sich als einer der frühen Theoretiker ab von rassistischen Vorstellungen von Menschen, die nämlich nach Herders Ansicht unterstellen würden, dass Menschen verschiedene Ursprünge haben. Und in seiner Idee des Menschen geht er davon aus, alle Menschen haben einen Ursprung, sie sind Menschen, aber in ihrer je Besonderheit konstituieren sie sich über das, was er dann auch den Nationalcharakter nennt. Und auch noch entscheidend, auch eben für diese emanzipatorische Idee von Nation zunächst, ist die Vorstellung, dass die Nationen alle gleichwertig sind. Also da gibt es noch keine Hierarchisierung, wie es die kurze Zeit später gibt, die sich bei Herder allerdings schon so ein bisschen anbahnt. Aber das ist ganz entscheidend, dass erstmal die Idee da ist, alle Nationen sind gleich und haben als Nation eben nur die Unterscheidung in ihrem je besonderen Nationalcharakter, der ist für Herder festgemacht in der Kultur. Also das heißt, es gibt so eine Art Nationalkultur, die über Sprache sich vermittelt. Und auch das liegt nahe. Wir sind in der Zeit, wo das Bürgertum sich als herrschende Klasse etabliert. Dafür muss man miteinander reden und sich in irgendeiner Form kommunikativ äußern. Das passiert über Schrift, über Literatur. Die Literatur wird die Leitkunst, im Gegensatz zu anderen Künsten ist sie höher geordnet, und alleine deshalb hat Sprache da eine besondere Funktion und eben auch gerade in dieser Idee, dass Nation konstituiert wird über sprachliche Einheiten, wird es deutlich. Wenn man da übrigens ein bisschen weitergeht, so als Stütze, weil wir das sicherlich auch alle kennen, dann ist man Anfang des 19. Jahrhunderts zum Beispiel, oder gar nicht mal zum Beispiel, sondern für die ist das da sehr zentral, wenn man jetzt so im deutschen Sprachraum bleibt, bei den Brüder Grimm. Wir wissen alle, was die gemacht haben. Die haben Märchen gesammelt, die Kinder- und Hausmärchen. Diese Sammlung geht auf die zurück, 1812 und 1815. Und dann die Herausgabe des Deutschen Wörterbuches. Das ist insofern interessant für unser Thema von Nation und Nationalismus, weil in der Zwischenzeit einiges passiert ist, also zwischen Herder und Grimm, nämlich 1789 hatten wir die Französische Revolution und damit erstmals die Konstitution einer modernen Nation als Nationalstaat. Das ist ganz wichtig, dass hier mit in Frankreich das Prinzip erstmals durchgesetzt wird, zwar auch über Sprache die Nation zu definieren, das ist für die Französische Revolution ganz wichtig gewesen. Man muss sich nicht so vorstellen, die konnten alle Französisch, sondern es wurden in diesem französischen Reich in Frankreich unterschiedliche Sprachen gesprochen. Und die wurden erstmals vereinheitlich über die Vorstellung einer Nation als Französische Republik, auch mit dem Zentrum Paris. Auch das übrigens ist sehr wichtig, immer zu sehen, wie diese Territorialbestimmung von Nationen gleichzeitig eine ganz buchstäbliche Idee von Hauptstadt haben und eben solche zentralen Orte haben. Anders sieht das aus in dem eben noch gar nicht existierenden Deutschland, wo dann eben diese politische Konstitution der Nation ausbleibt und stattdessen
auch das erste Mal als Gegenentwurf das, was Herder genannt hat, die Nationalkultur sich umkehrt zur Vorstellung der Kulturnation. Also nämlich die Vorstellung, dass man die Nation explizit konstituieren kann, begründen kann, definieren kann durch eine gemeinsame Kultur. Wie gesagt, die Kultur muss man überhaupt auch erstmal herstellen. Also die ist nicht einfach da. Und man muss nur auf sie zeigen und dann wissen alle, stimmt, das haben wir gemeinsam. Sondern die wird dann, und da wird diese Herdersche Idee von der Sprache aufgenommen, die wird dann von den Grimms und auch andere waren da beteiligt, Arnim und Brentano und so weiter, die wird dann gesucht in dem vermeintlichen deutschen Märchenschatz. Und zwar deshalb, weil in der Märchenüberlieferung sozusagen der Urgrund der deutschen gemeinsamen Kultur vergraben ist. Das ist faktisch ziemlicher Humbug, weil ein Großteil der Märchen, die auch versammelt sind in den Kinder- und Hausmärchen, ihre nachweislich und auch ganz einfach nachweisbare Ursprünge aus Frankreich haben, weil die zum Teil alle über eine französische Haushälterin erzählt wurden. Aber das ist eine Nebensache, die aber insofern interessant ist, auch noch in einem weiteren Aspekt. Ich weiß nicht, also diese Märchen sind ja so gemein und so ein bisschen bekannt, was man da so mitgenommen hat aus der Kindheit vielleicht. Die haben, wenn ihr das kennt, gerade hier wir in Hamburg vielleicht, es gibt auch dieses Märchen vom Fischer und Sin Fru. Ja, also was eben auch so in Plattdeutsch da aufgeschrieben ist, es ist bemerkenswert. Deshalb, weil einerseits versucht wird, die Nation über die Sprache zu, also über diese Märchensprache zu konstituieren, andererseits aber, dass eine andere Vorstellung von sprachlicher Einheit ist, wie es sie zeitgleich in Frankreich gibt, über die Vereinheitlichung des Französischen, nämlich es zählte gerade für diese Idee der Kulturnation, die Vielfalt der deutschen Sprachen und auch die regionale Vielfalt, hat in der Zeit eine durchaus emanzipatorische Konnotation, die relativ schnell verloren geht. Die relativ schnell verloren geht, wenn sie nicht schon längst verloren war, durch, auch das ist ein Name, der eigentlich immer auftaucht in der Frage, was ist eigentlich Nation, durch Fichte. Die Reden an die deutsche Nation, ein Text von 1808, in dem, ich will da gar nicht so weit drauf eingehen, in dem aber das erste Mal zwei Figuren auftauchen, die von eminent großer Bedeutung sind für das, was sich dann zumal in Deutschland als Nationalismus konstituiert. Das ist zum einen die Vorstellung eines Nationalgefühls, auch sehr wichtig, also dass es eben nicht einfach nur eine sozusagen historisch rekonstruierbare Einheit ist, die man einfach mit einer Märchensammlung zusammenschraubt, sondern dass es etwas ist, was, und das passt ja zur Zeit der Romantik, die wir da haben, was die Menschen durchdringt und was man eben auch spürt, ja, also was man so mit sich schleppt auf einer durchaus emotionalen Ebene. Und das ist eine zweite Bestimmung, die auch über Fichte kommt und auch sehr wichtig ist für das, was sich dann als Nationalismus herausbildet, nämlich explizit die Vorstellung, es gibt ein nationales Wesen, beziehungsweise bei Fichte ein deutsches Wesen. Also was Fichte ganz klar von Herder unterscheidet, ist, dass er derjenige ist, der auch eine Hierarchisierung vornimmt und in eigentlich einer sehr ähnlichen Idee wie Herder in der Bestimmung der Nation über die Sprache gleichzeitig klar macht, die deutsche Sprache ist aber anderen Sprachen überlegen. Was mit dem Charakter, sozusagen dem Nationalcharakter der Sprache selbst zu tun hat und das drückt sich eben aus in deutschen oder damit wird ausgedrückt deutsches Wesen beziehungsweise Sprache selbst transportiert dieses Nationalgefühl. Ich habe kurz was übersprungen, was auch nicht ganz unwichtig ist. Und sicherlich nachher auch noch vielleicht sogar in der Diskussion eine Rolle spielt. Wir kennen in der, zumal
deutschen Geschichte des Nationalismus immer diese Verbindung von Nation und Volk. Also nicht zuletzt durch die deutsche Vereinigung beziehungsweise die Ereignisse 89 in der Deutschen Demokratischen Republik, wo es diese Parolen gab, wir sind das Volk und wir sind ein Volk. Da sage ich nachher noch was zu. Also die Verbindung von Nation und Volk. Auch Volk hat eine sehr bemerkenswerte Geschichte als Begriff hinter sich, nämlich in den Anfängen der Konstitution bürgerlicher Gesellschaft galt Volk noch als ein Begriff, der abfällig benutzt wurde. Ja, also Volk war das Pöbel und das war keineswegs so, dass man gesagt hat, die Nation ist das, was das Volk kennzeichnet. Das ändert sich recht schnell. Es gibt gleichzeitig die Vorstellung, die stärker wird, Volk ist ein Kollektivbegriff, mit dem alle bezeichnet sind. Auch das hat aber seine Einschränkungen, denn alle waren zu dem Zeitpunkt Männer und bürgerliche Männer. Und auch das ist sehr entscheidend für eine Vorstellung von Nation, vor allen Dingen im Hinblick auf die politische Vorstellung von Nation. Da wäre als Namen zu nennen, nur dass man das so ein bisschen vielleicht auch historisch verorten kann, Diderot als Aufklärer, der derjenige ist, der dann definiert, dass eben das Volk nicht gewöhnlich und nicht vulgär ist, sondern der zahlreichste und damit auch notwendigste Teil der Nation. Man kann vielleicht an diesen verschiedenen Ansätzen etwas feststellen, was den Übergang von Nation zu Nationalismus auch charakterisiert im 19. Jahrhundert dann, nämlich dass mit diesen verschiedenen Versuchen, irgendwas Kollektives zu finden, womit ja überhaupt erst so ein Kollektiv konstruiert wird, gleichzeitig eine sehr merkwürdige, wenn man so will, Subjektivierung und Personalisierung, wenn nicht Individualisierung der Nation einhergeht. Ja, also das heißt, die Vorstellung, die Nation ist alles und ich bin nichts, ist eine Vorstellung, die mich zwar als Individuum abwertet, aber gleichzeitig meine Qualitäten als nationales Subjekt überträgt auf ein singuläres Kollektiv, wie zum Beispiel Deutschland oder Italien oder Türkei oder Dänemark oder was auch immer. Also das ist, glaube ich, von der Gemengelage ein sehr wichtiger Hinweis zu sehen, dass sich der Nationenbegriff im 18. Jahrhundert und Anfang des 19. Jahrhunderts keineswegs einheitlich herausbildet, sondern dass es verschiedene Ansätze gibt, wesentlich eben einmal diesen kulturnationalen Ansatz und diesem politischen Ansatz, jeweils auch mit unterschiedlichen Realitäten. Also klar eben französische Revolution auf der einen Seite und die nicht stattfindende Revolution in Deutschland auf der anderen Seite. Und natürlich auch ganz wichtig, wir reden nicht über Entwicklung, wo verschiedene Leute einfach durch Definition und Begriffsbestimmung sowas wie Nation herstellen. Es gibt natürlich als grundlegenden realen Prozess die Entwicklung des Kapitalismus. Also das ist die Fundamentalstruktur von Gesellschaften und also die kapitalistische Produktionsweise. Das heißt auch eben gerade für den Begriff Nationalismus die Herausbildung einer Klassengesellschaft. Es hat vorher auch Klassengesellschaften gegeben. Was jetzt aber neu ist, ist, dass tatsächlich die Klassengesellschaft sich unmittelbar widerspiegelt in der Produktionsweise der Gesellschaft und sozusagen keine, als Klassenverhältnis erstmal keine ideologische Rechtfertigung braucht, außer eben über die Produktionsordnung selber. Gleichzeitig aber es natürlich schon ideologischer Rechtfertigung bedarf, nämlich um
gegen diesen Klassengegensatz, der da ist, trotzdem eine Einheit, ein einheitliches Interesse der Gesellschaft zu behaupten. Und dafür eignet sich vor allen Dingen dann eben die Nation. Also das ist sehr entscheidend für das, was sich als Nationalismus herausbildet im 19. Jahrhundert. Also dass es eben nicht einfach nur eine Figur ist, wo die eine Nation mit der anderen Nation in Konkurrenz tritt und sich die eine Nation für besser hält als die andere Nation und überhaupt eine Wertigkeit von Nationen stattfindet, sondern dass mit dem Nationalismus gleichzeitig auch bestehende und sich entwickelnde Widersprüche in der Gesellschaft kaschiert werden, die aber auch als Widersprüche kaschiert werden müssen. Ja, also das muss man zum Beispiel im Mittelalter, wo ganz klar ist, da gibt's den Hof und den Adel und da gibt's Bauern und hungernde Leute. Also da braucht man keine Idee gesellschaftlicher Einheit, die das irgendwie auf einer ideologischen Ebene zusammenhält, außer vielleicht Religion. Und selbst in der Religion ist es ja keineswegs so, dass da am Ende eine einheitliche Figur bei rauskommt. Das berührt einen weiteren Aspekt, der mit Ideologie zu tun hat, mit der Nation als Ideologie. Ich muss da einmal kurz definieren, was ich unter Ideologie verstehe. Ich meine, so der landläufige Begriff von Ideologie, den wir haben, ist so der von Weltanschauung. Ne? Also jeder hat so seine eigene Ideologie und dann gibt's so die Ideologie des Realsozialismus und irgendwelche Kapitalisten haben ihre Ideologie, wie auch immer. Das ist eigentlich nicht der Begriff von Ideologie, der hier eine Rolle spielen sollte, sondern es gibt diese schöne, wenngleich auch sehr komplexe Definition, Ideologie als notwendig falsches Bewusstsein. Also heißt, um das so rückwärts zu deklinieren, Nation ist als notwendig falsches Bewusstsein eine Form von kollektivem Bewusstsein, also der Versuch, sowas wie ein Kollektiv zu konstituieren, spiegelt sich gleichzeitig immer schon im Bewusstsein der Menschen, die meinen oder glauben gemacht werden, an diesem Kollektiv teilzunehmen. In den Theorien der Nation und des Nationalismus immer ein Problem, sowas darzustellen. In der Regel wird da vom Voluntarismus gesprochen. Also das heißt, man geht davon aus, dass in irgendeiner Weise das Bekenntnis zur Nation auch gewollt sein muss. Also man kann Menschen nicht einfach aufdrücken, sei mal deutsch, sondern es braucht immer schon einen Impuls, der in irgendeiner Weise die Bereitschaft mitbringt, sich mit so einem dann doch relativ abstrakten Korpus wie die deutsche Nation oder oder Dänemark oder was auch immer so zu identifizieren. Falsch ist das natürlich, weil diese Einheit von Nation nicht der realen Lebenspraxis entspricht. Das ist auch ein sehr großes Problem für die Durchsetzung des Nationalismus. Also das heißt, Nation ist ja eine Größenordnung von Kollektiv, wo wir in der Regel kaum mit den anderen, mit denen wir angeblich viel gemeinsam haben, irgendwas gemeinsam haben, beziehungsweise überhaupt zu tun haben. Ja, also das ist sozusagen ja keine Face-to-Face-Beziehung, die man permanent auch überprüfen kann. Also in der Regel weiß man ja auch, gerade wenn man vielleicht nicht so dem gängigen Bild einer Nation entspricht, ist es nicht immer die beste Idee, wenn man doch dazu gehören will, ausgerechnet die anzusprechen, die am deutlichsten diesem Bild von Nationen entsprechen. Also wenn man keine weiße Hautfarbe hat, sollte man nicht unbedingt zu Nationalisten gehen und sagen, dass man eigentlich auch ganz gerne Deutsch wäre oder sowas. Also das funktioniert nicht und es hat noch nie funktioniert und ist aber immer ein Problem gewesen, was versucht wurde, in diesem Begriff oder in dieser Vorstellung, in diese Ideologie von Nation mit reinzunehmen, eben einmal mehr mit dieser permanenten, redundanten Selbstbegründung, dass die Nation
sich in letzter Instanz über die Sprache, über die Kultur doch immer auf eine, ja, auf einen nationalen Charakter oder eine Wesenheit, ein deutsches Wesen zurückführen lässt. Notwendig, falsches Bewusstsein, darum geht's. Notwendig ist dieses falsche Bewusstsein deshalb, weil gleichwohl die Widersprüche, die in der Gesellschaft da sind, so stark sind, dass sie in letzter Instanz, und das kann man ja auch allenthalben mitkriegen oder erlebt es im schlimmsten Fall an eigenen Lebensumständen, weil diese Widersprüche in letzter Instanz die Gesellschaft auseinanderfallen lassen. Und auch das gehört mit eben gerade zur Ideologie der Nation, dass der Nationalismus in der Regel sich da immer am stärksten gezeigt hat, wo tatsächlich die bürgerliche Gesellschaft am fragilsten war, beziehungsweise in sich vollständig zerrissen war und eine Krisensituation da war. Also zumindest gilt das für die Zeit, die auch hauptsächlich mit dem Nationalismus zu tun hat, dann um 1900, also die Zeit, wo wir es zu tun haben mit Imperialismus, Militarismus und schließlich bis hin zum Ersten Weltkrieg. Der ja, auch das eine Entwicklung, die mit der Nation zusammenhängt, der ein Krieg ist, der buchstäblich international ist, also mit Bindestrich. Also das heißt, wo tatsächlich Nationen gegeneinander Krieg führen und nicht irgendwelche partikularen Reichsinteressen, wo ein König irgendwas vom anderen will und meinetwegen auch Territorium will, sondern das ist ein Krieg, der wird auf der Basis dieser Idee von Nationen geführt und auch mit der Vorstellung nationaler Identität geführt, und das kann man runterdeklinieren bis zur Funktion der modernen Armee, die da zum Einsatz kommt. Dass das passieren kann, berührt weitere Aspekte, die ich hier nur streifen will, dass nämlich in der Herausbildung des Nationalismus, also eben des nationalen Überlegenheitsgefühls, wenn man das so abkürzen will, im 19. Jahrhundert sich zeigt, dass die Idee der Nation immer verkoppelt ist mit anderen Kollektivierungsmechanismen der bürgerlichen Gesellschaft, wodurch in gewisser Weise deren aggressive Form abgefedert werden kann. Also andere Formen der Kollektivierung, etwa Rassismus oder überhaupt so ethnische Zuschreibungen, habe ich eben schon gesagt, Chauvinismus gehört dazu, Militarismus gehört dazu, etwas, was ich Paternalismus nennen würde, nämlich eine durchweg akzeptierte patriarchale Gesellschaftsordnung, die in ihrer Binnenstruktur aggressiv ist und autoritär ist. Also das ist auch nochmal sehr bedeutend für zumindest die klassische Phase des Nationalismus, dass man es damit eben einer Konstruktion von Gemeinschaft oder Gesellschaft zu tun hat, die in sich gewaltförmig ist und auch offen gewaltförmig ist, was die Rechtfertigung von Herrschaftsverhältnissen angeht, in sich gewaltförmig ist, bis hin eben zu ja, auch offenen Rassismus oder Sexismus und Chauvinismus und dergleichen. Immer wieder zeigt sich aber das Problem, auf das ich jetzt auch schon verwiesen habe, dass der Nationalismus und letztendlich damit die Nation als solche sich nicht aufrechterhalten lässt. Eine Paradoxie, die da eingeschrieben ist, nämlich, dass sich im Spiegel des Nationalismus in gewisser Weise das Nationale als universell behauptet. Also man glaubt, mit dieser Formel von nationaler Identität eine Kategorie zu haben, die gilt für alle Menschen, vielleicht dann eben mit so Einschränkungen. Bei manchen ist aber das Nationale minderwertig oder wie auch immer, aber man glaubt eben, diese universelle Formel zu haben. Gleichzeitig lässt sie sich aber eben nur begründen im Verweis auf das Partikulare, nämlich im Verweis auf die vermeintliche Wesenheit einer
jeweils spezifischen Nationen. Also das macht eben, insofern ist Herder Ende des 18. Jahrhunderts veraltet. Das macht im 19. Jahrhundert angesichts der rapiden Entwicklung industrialisierter Gesellschaften des Kapitalismus überhaupt keinen Sinn mehr, so etwas wie eine kulturelle Einheit über die Sprache zu behaupten. Also weil sich die politischen und letztendlich auch ökonomischen Realitäten vollständig verschoben haben. Und das, was dann als nationale Einheit hochgehalten wird, funktioniert eben nur, auch wenn das als universelle Kategorie gelten soll, über das Partikulare, also über das jeweils Besondere der Nation. In letzter Instanz, ich hatte eben darauf verwiesen, handelt es sich bei Nationalismus um, der Hans-Ulrich Wehler, ein Historiker, nennt es einen Nationalismus den Überbau der Nation, also handelt es sich um eine Ideologie der Herrschaft, die nicht nur Herrschaft legitimiert, sondern gleichzeitig diese Herrschaft auch reproduziert, diese Herrschaftsverhältnisse. Und das ist eben paradox damit, tatsächlich sowas wie Nation auch konstituiert. Also ich habe das eingangs gesagt, so seit 20, 30 Jahren gibt es so neue Nationentheorien, die sich für uns jetzt erstmal so neu auch nicht anhören, nämlich wo vor allen Dingen auch so marxistisch orientierte Historiker darauf gekommen sind, klarzumachen, die Nation ist, das ist eine Erfindung, das ist eine imaginäre Gemeinschaft, die gibt es nicht wirklich. Ja, also während vorher eigentlich Historiker immer und Historikerinnen immer versucht haben, doch noch so Restspuren von irgendwas zu finden, was denn doch nochmal unterscheidet, weiß ich nicht, Philippinen von Australien oder keine Ahnung was. Ja, also das klar ist, es ist, die Nation existiert nur in unseren Köpfen. Gleichzeitig muss man aber sehen, damit existiert sie. Und das ist eigentlich der Trick, der gesamte Trick der bürgerlichen Ideologie, dass gerade dadurch, indem sowas als Form von Herrschaft in den Köpfen reproduziert wird, es damit eine eigenständige Realität gewinnt. Das umso mehr, je mehr klar wird, in der bürgerlichen Gesellschaft hat tatsächlich das Bewusstsein einen Einfluss auf Lebensbedingungen, also auch einen realen Einfluss auf Lebensbedingungen, sofern nämlich Lebensbedingungen dadurch auch gestaltet werden, das Bewusstsein wie das Unbewusste. Also auch das ist ja erstmal mehr als nur eine historische Parallele, dass mit dem aggressiven Nationalismus um 1900 bis einschließlich Erster Weltkrieg und natürlich dann auch noch in Folgejahrzehnten Zweiter Weltkrieg, Nationalsozialismus und so weiter, gleichzeitig bahnbrechende Entdeckungen gemacht werden im Hinblick auf die Struktur des Unbewussten und auch im Hinblick auf das, was man so Massenpsychologie nennt. Bahnbrechende Entdeckungen, die sich auch spiegeln in einer völlig neuen Wahrnehmung von Realität. Auch das klingt jetzt erstmal so ziemlich abseitig, ist aber sehr wichtig für die Vorstellung von Nationen. Völlig neue Zugänge zur Realität durch Fotografie und durch den Film. Das ist sehr entscheidend und liegt natürlich auch auf der Hand, wenn man sich vorstellt, es geht hier um gerade die imaginäre Konstruktion von Gemeinschaft, dann eignet sich natürlich dafür, eignen sich bildgebende Verfahren, die auch eben Nationen in immer neuer Weise spiegeln können oder eben auch dieses Vermeintliche, was Nationen kennzeichnet, spiegeln können. Und das kommt auch nicht von ungefähr, dass sehr berühmte Filme in gewisser Weise immer wieder Nationen verhandeln. Und das gilt für, um da nur so zwei Beispiele zu nennen,
gilt es für diesen Film Birth of a Nation von Griffiths von 1915, genauso wie der läuft so gelegentlich jetzt hier zur Weihnachtszeit im Fernsehen auch Vom Winde verweht von Victor Fleming von 1939, der auch eigentlich so eine über eine Familiengeschichte, eine Chronologie der amerikanischen Nation erzählt. Da kann man aber gleichzeitig auch entdecken einen Moment, was wiederum zum Problem wird für die Aufrechterhaltung dieser Ideologie der Nation, nämlich die ganze Zeit über das 19. Jahrhundert und vor allen Dingen dann auch über das 20. Jahrhundert ist Nation verkoppelt mit dem Mythos der Nation oder mit dem nationalen Mythos. Also genau diese redundante Figur, dass die Nation sich nur aus sich selbst heraus begründen kann, die funktioniert nicht. Und es wird gleichzeitig offenbar, dass ein Problem ist, an irgendeiner Stelle könnte herauskommen, wie das der Kollege Justin Monday mal gesagt hat, es könnte herauskommen, dass die Nation gar keine Nation ist. Und genau das konstruiert diesen Mythos, beziehungsweise bringt eine Figur, eine psychologische Figur in den Nationalismus rein, die sehr wichtig und sehr leitend ist für den Nationalismus, nämlich Angst. Ja, also dadurch sichert man Nation auch als Herrschaftsstruktur, indem sozusagen die Vorstellung von Einheit, von Kollektivität, von Gemeinsamkeit, die Nation darstellt, immer auch eine ist, die zerbrechlich ist, die angegriffen werden kann, die zerstörbar ist, bis dahin, dass eben auch sich zeigen kann, die Nation ist in ihrem Charakter, wie das ja dann in der Terminologie heißt, zu schwach, um als Nation zu bestehen. Rede ich eigentlich schon lang? Nein, ich habe nicht geschaut. Einfach mach. Solange die noch alle da sitzen, ist gut. Und die Köpfe. Ich will an dieser Stelle eine Sache vorgreifen, weil das, glaube ich, etwas ganz gut erklärt, auch später für Diskussionen. Es gibt ja, wenn man das mal so versucht neutral zu formulieren, schon ein sehr interessantes Verhältnis der beiden deutschen Staaten, die es bis 1989 gegeben hat, zueinander, weil es eben beides Staaten sind, die sich auf etwas, auf eine gemeinsame Nation berufen. Ja, also Bundesrepublik Deutschland und Deutsche Demokratische Republik. Das ist keine Lappalie und auch nicht so abseitig, weil die Merkwürdigkeit ja eben gerade für die Vorstellung der deutschen Nation darin besteht, dass es eben, und das gehört mit zu dieser Individualisierung der Nation, etwas Unteilbares ist. Das ist sehr entscheidend. Also wenn ich vorhin gesagt habe, diese kollektive Idee, ich bin nichts, die Nation ist alles und gleichzeitig bin ich dadurch aber was, weil ich ein Teil der Nation bin, die funktioniert nur oder umso besser, je mehr diese Vorstellung von Nation sich als quasi ein individuelles Subjekt verselbstständigt. Also die Nation macht, die Nation selber ist ein Subjekt, die Nation handelt, wo auch immer, im Krieg, beim Fußball oder ja. Und dafür ist aber entscheidend, also das steckt in diesem Wort Individualisierung drin, dass es eben, also Individuum, nicht teilbar ist. Und wenn jetzt also mehrere Staaten aus einer Nation entstehen, das ist gar nicht mal brisant, dass es mehrere Staaten sind, sondern das wird umso brisanter, je mehr die Nation, die da geteilt wird als Nation, festhält an dieser Imagination der Unteilbarkeit.
weswegen das auch für zumindest Bürgerliche, selbst auch für Linksbürgerliche, allemal natürlich für so Konservative und Reaktionäre immer ein Problem war, wie sie ohne nationalistisch zu werden, also das dürfen sie natürlich in einer demokratischen Gesellschaft, wie wir sie heute vermeintlich haben, nicht, wie sie ohne nationalistisch zu werden, also ohne auf den Nationalismus des 19. Jahrhunderts zurückzufallen, trotzdem legitimieren können, dass es sich eventuell sogar bei dem, was nach 89 passiert ist, mit der sogenannten Wiedervereinigung, um so etwas wie eine Revolution gehandelt hat oder eine nationale Erhebung gehandelt hat. Da komme ich aber nachher nochmal drauf zu sprechen, weil ich erstmal noch einen Strang weiterverfolgen will, den ich eben auch schon angemerkt hatte, nämlich inwieweit im 20. Jahrhundert die Nation im Wechselverhältnis steht oder auch der Nationalismus im Wechselverhältnis steht zu dem, wie sich überhaupt im dann schon fortgeschrittenen Kapitalismus Gesellschaften konstituieren. Fortgeschrittener Kapitalismus heißt, dass wir Anfang des 20. Jahrhunderts, vor allen Dingen dann in den 20er Jahren, sichtbar in den Vereinigten Staaten, aber auch zu dem Zeitpunkt in der Weimarer Republik, in den Großstädten, die Entwicklung einer Konsumgesellschaft haben. Also das heißt, die Phase des Industrialismus, der Industrialisierung ist zwar nicht abgeschlossen, aber es gelingt der kapitalistischen Gesellschaft, von sich selber ein anderes Bild nach außen zu bringen, was nicht mehr besteht in diesen vollständig in sich zusammengefallenen Elendsgesellschaften des 19. Jahrhunderts, Stichwort Manchester-Kapitalismus und so weiter, was sehr schön und gleichzeitig auch sehr tragisch Friedrich Engels beschreibt in seiner Lage der arbeitenden Klasse in England von 1844. Jetzt haben wir zwar nach wie vor auf dem Land sehr große Armut, kann man natürlich sowohl sehen in auch den nach wie vor auch ersten Jahren der Sowjetunion, aber vor allen Dingen auch den Vereinigten Staaten, aber eben in den Zentren des Kapitalismus, eben vor allen Dingen USA, aber auch Europa, Berlin, Paris, Wien und so weiter, gelingt es, dass sich die bürgerliche Klasse A als allgemeine Klasse inszeniert und B eben auch als prosperierende, also sehr wohlhabende, erfolgreiche Klasse darstellt, als allgemeine Klasse darstellt, in Hinblick auf den Lebensstil. Das ist sehr wichtig. Also dass sozusagen man den und Frau ebenso den Kapitalismus jetzt leben kann. Den kann man praktizieren in einer bestimmten Haltung, die man im Alltag einnimmt, eine Haltung, die zu tun hat mit Mode, die zu tun hat mit der Art und Weise, wie man seine Freizeit, auch ein relativ neues Phänomen, gestaltet, wie man in diesem sogenannten Alltag mit anderen kommuniziert, was man für Zeitung liest, wie oft man Zeitung liest, wie man ins Kino geht und so weiter. Das verändert auch etwas mit der Darstellung und Selbstrepräsentation von Nation. Nämlich kann man ganz grob sagen als These, das, was vorher den Nationalismus noch eingebunden hat in sehr enge gesellschaftliche Räume, also die zu tun hatten etwa mit unmittelbarer Kriegspropaganda und dergleichen, weitet sich jetzt gesellschaftlich aus und neutralisiert sich aber gleichzeitig auch. Also es wird etwas von der Aggressivität des Nationalismus rausgenommen, indem viele vermeintliche nationale Charaktereigenschaften in gewisser Weise in die Konsumgesellschaft reinrutschen und sozusagen in der Weise auch veralltäglicht werden, also mit zum Alltag gehören. Also kennen wir auch heute, wenn auf irgendwelchen Produkten Made in Germany steht oder diese Vorstellung von deutscher Wertarbeit da ist. Es hat natürlich auch viel so mit tradierten Vorstellungen von Tugenden zu tun, aber gleichzeitig auch viel damit zu tun, in welcher Form die kapitalistische Produktion im Wechselspiel von Industrie und Handwerk sich in unseren Alltag einpflanzt und inwiefern wir daran eben auch ablesen können, was
auf einmal Nationen bedeuten, also aus welchen Ländern vermeintlich qualitativ minderwertige Waren kommen, made in Taiwan oder China, oder dass auf einmal das auch losgeht, erst in den 50er Jahren zwar, aber schon sich so langsam anbahnt, die USA als Nation, die nicht wirklich über eine Kultur verfügen, aber gleichzeitig ökonomisch gesehen so das stabilste, am weitesten fortgeschrittene kapitalistische Land sind, eine Umdeutung dieser Kultur, die da stattfindet, also auf einmal eine sehr ambivalente Figur der amerikanischen Massenkultur Raum greift, auch mit Vorstellung von Nationen, die dazugehören. Anders gesagt, was da stattfindet, ist eine Art von Demokratisierung der Nation. Also was ich eben auch schon meinte, so anders als eben vor allen Dingen im Nationalsozialismus, gewinnt gerade in den Vereinigten Staaten der Nationalismus einen demokratischen Charakter. Hat übrigens auch schon im Ersten Weltkrieg Konsequenzen gehabt, nämlich dass die USA, zumindest was ihre Propaganda angeht, seit dem Ersten Weltkrieg da militärisch beteiligt sind als Friedensmacht und als Weltpolizei. Also das heißt, es gelingt offensiv, so etwas nach außen zu tragen, wie eben nicht mehr rein militärische Interessen durchzusetzen, sondern man vermittelt eine politische Idee von Nation, also eben demokratische, liberale, an Freiheit orientierte Gesellschaft, und trägt das als Ziel, auch eben nationales Ziel, in kriegerische Auseinandersetzung mit hinein. Wenn man das runterbrechen will auf eine Formel, dann ist es eine, die sehr bekannt geworden ist von Walter Benjamin, ein Theoretiker, der 1940 Selbstmord gemacht hat auf der Flucht vor den Nazis. Ein paar Jahre vorher hat er einen Aufsatz geschrieben, der ist sehr bekannt geworden, das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, endet mit einer Schlussformel, da sagt, schreibt Benjamin, die Faschisten betreiben eine Ästhetisierung der Politik. Und wenn man, meine ich, nachzeichnen will, in welcher Form sich der Nationalismus im 20. Jahrhundert verändert oder eben transformiert, zu einem Bestandteil praktizierter Alltagskultur wird, dann passt das ganz gut, was Benjamin eben meint mit Ästhetisierung der Politik. Hole ich kurz aus. Wir sind selbstredend immer noch in einer Klassengesellschaft. Und der Benjamin formuliert das so, die Massen, und damit meint er die Proletarier, haben ein Recht auf Veränderung der Eigentumsverhältnisse. Also die, anders gesagt, die müssen Revolution machen, also die müssen die herrschenden Verhältnisse abschaffen. Was aber passiert unter diesem Vorzeichen der Ästhetisierung der Politik, ist, sie bekommen als Masse, wie Benjamin das schreibt, lediglich ein Ausdruck. Also sie werden als Masse inszeniert und können sich dadurch spiegeln in dem, was zum Beispiel dann die deutsche Nation, die nationalsozialistische Gesellschaft darstellt. Die Bilder, die man dann gleich im Kopf hat, vielleicht, so wird es gemeinhin interpretiert, wären etwa die von den Reichsparteitagen oder den Massenaufmärschen, also wo auch die Masse als Masse ganz eindeutig formiert ist und eben als Masse inszeniert ist. Ästhetisierung der Politik geht aber meines Erachtens noch wesentlich weiter, und ich glaube auch, dass Benjamin das darauf bezieht, nämlich dass überhaupt mit den veränderten Lebensbedingungen, also eben maßgeblich mit dem zunehmenden Einfluss der oder Durchbruch der Konsumgesellschaft, auch jeder Einzelne als Konsument letztendlich Gelegenheit bekommt, sich als Teil der Nation
in seinem Alltagshandeln zu identifizieren. Und das aber nicht unbedingt auf einer politischen Ebene, also insofern Ästhetisierung der Politik, also nicht auf der Ebene, dass man permanent eben auch im politischen Sinne zum Beispiel sagen muss, ich bin Amerikaner oder ich bin Deutscher, sondern damit assoziieren kann, den Lebensstandard selber beziehungsweise sehr konkrete gesellschaftliche Verhältnisse, die dazu führen, was dazu führt, dass in gewisser Weise Nationalismus zur Reklame wird für kapitalistische Gesellschaften. Anders gesagt, stattfindet eine Kommodifizierung der Nation, also von Commodity aus dem Englischen Ware. Also das heißt, der Nationalismus selber rutscht rein in das, was der Kapitalismus die ganze Zeit macht, nämlich Waren produzieren, und die Bilder von Nationen werden selber zu Spielmarken innerhalb der Warenproduktion. Die These wäre dann für die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts, das kürze ich vielleicht so ein bisschen ab, damit können wir auch gleich in die Diskussion kommen, die These wäre, und das ist dann auch für mich tatsächlich so ein Problem, wo ich immer sehr uneins bin, wenn man sich jetzt so in den letzten, also Anfang des 21. Jahrhunderts die verschiedensten Ereignisse ansieht, die man als linker oder halbwegs kritischer oder überhaupt denkender Mensch natürlich erstmal so als nationalistisch verorten würde. Ob das eben überhaupt noch, wie ich das eingangs meinte, ob das überhaupt noch Nationalismus ist, also wie man eben umgeht mit sowas wie Fußball-Weltmeisterschaft, das habe ich auch noch nie gehört, dass das Telefon klingelt und dann Hund bellt, mit Fußball-Weltmeisterschaft oder mit diversen anderen Veranstaltungen, wie sie einthalben im Fernsehen auch zu sehen sind, Kooperation von Krankenkasse und öffentlich-rechtlichem Fernsehen, Deutschland bewegt sich, oder eben irgendwelche Bands, die auf einmal alle ihre Platten Made in Germany und oder nur Germany nennen, oder habe ich gerade gesehen, Roger Whittaker, der eine DVD rausbringt, Danke Deutschland, für 35 Jahre seiner Karriere in Deutschland. Also ob man eigentlich solche Phänomene A überhaupt noch erklären kann mit diesem klassischen Bild des Nationalismus, und B, was glaube ich viel entscheidender ist, aber auch viel brisanter ist, meine ich, ob man die überhaupt erklären muss. Also ob das überhaupt Sinn macht, sich an solchen Phänomenen, so disparat die auch immer scheinen mögen. Und also ist ganz klar, also spätestens dann, wenn man Veranstaltungen hat, wo andere Menschen mit dem Leben bedroht sind, das sind sie unter Umständen bei Roger Whittaker nicht gerade, wird das zu einem politischen Problem oder überhaupt zu einem Problem. Also ob man das überhaupt in diesen Konzepten von Nation, Kritik und Nationalismus fassen muss. Das hat mehr schon zu tun mit der Entwicklung von Nation und Nationalismus in den letzten 5 Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts, meine ich, wo man ja schon sagen kann, der spätestens mit 89 dann Kapitalismus ändert sich zwar von der Grundstruktur nicht, was sich aber ändert, ist, dass genau die Konstellation des Kapitalismus als ein weltweites Geflecht von Nationalstaaten, die auch als Nationalstaaten in Konkurrenz zueinander stehen, sich verschiebt, zunehmend wichtiger wird und auch offensiver damit umgegangen wird, dass man es mit sogenannten transnationalen Konzernen zu tun hat, auch Konflikte zu tun hat, wo ganz deutlich ist und das auch propagiert werden kann, dass die Nation viel zu klein ist, um privatwirtschaftliche Interessen wahrzunehmen. Damit gerät einmal mehr auch eben so eine klassische Vorstellung von Nation in die Krise. Gleichzeitig muss man aber sagen, das ist auch gar nicht schlimm. Also das ist eben
scheint mir so zu sein, also das kann man ja auch diskutieren, ob es vielleicht andere Beobachtungen gibt, gar nicht mehr nötig, sowas wie Kollektive zusammenzuhalten, ausschließlich über eine sehr statische oder, wenn man so will, sehr harte Vorstellung von dem, was die Nation charakterisiert. Und stattdessen ist eher so eine Vielzahl von, ich nenne das mal weichen Nationalismen, sowas ersetzt. Also anders formuliert vielleicht, wenn man diese Formel, die ich da eben von dem Walter Benjamin gebracht habe, Ästhetisierung der Politik, ein bisschen in der Theorie so weiterverfolgt, dann gibt's was Ähnliches, was von den Situationisten formuliert wurde, Ende der 60er Jahre, 1968 von 67 von Guy Debord in seinem Buch Die Gesellschaft des Spektakels, nämlich das Spektakel selber. Also wo er meint, dass also sich alles in Vorstellung aufgelöst hätte. Also das, worauf ich eben angespielt habe, die Nation ist eine imaginäre Gemeinschaft, die findet nur in unseren Köpfen statt oder überhaupt in den Köpfen statt, existiert nur in den Köpfen, aber sie, dadurch existiert sie eben. Und wenn man das eben verkoppelt mit diesen Theorien von Ästhetisierung der Politik respektive von Gesellschaft des Spektakels, kommt dabei raus, dass sich gerade in einer fortgeschrittenen Gesellschaft der Warenproduktion, die ja nur existiert, weil wir eine ganze Reihe von Phantasmen als Realitäten akzeptieren, eben auch die Nation selber fortspinnt, aber gleichzeitig gerade dadurch, dass in gewisser Weise das Spektakel der Nation permanent auch in Konkurrenz ist mit anderen Spektakeln, das überhaupt nicht mehr wichtig ist, eben nur ein Bild, zum Beispiel ein militärisches Bild aggressiver Nationen nach außen zu tragen und das genauso auch konterkariert werden kann mit, ja, was auch immer, Bildern vom Frieden oder Bildern von Sportveranstaltungen, die dann auch national sind und dann gleichzeitig auch irgendwie nicht national sind. Also ich bin da selber so ein bisschen unsicher, inwiefern diese Zuschreibung von Nation oder Nationalismus auf Phänomene, die als Phänomene zwar eindeutig national konnotiert sind, aber inwiefern diese Zuschreibung tatsächlich als kritische Zuschreibung noch funktioniert. Ich kann das noch mal ein bisschen anders sagen, weil das auch für uns damals bei diesen I Can't Relax in Deutschland Debatten eine große Rolle gespielt hat und sich ja dann bei den Großsportveranstaltungen der kommenden Jahre beobachten ließ, das Auftauchen von und die Selbstverständlichkeit des Auftauchens von Nationalflaggen, vor allen Dingen natürlich Deutschlandfahne, die man überall sehen konnte. Was ja dann von vielen, mitunter auch von Leuten, die sich aus irgendwelchen Gründen für links hielten, verteidigt wurde als so ein, man wird doch mal sagen dürfen und so schlimm ist das gar nicht und so weiter und das hat ja gar nichts mit Deutschland zu tun und irgendwas. Es bleibt ja nach wie vor, also mal so vorausgesetzt, dass Flaggentragen insgesamt nicht so eine sonderlich kluge Veranstaltung ist. Es gibt aber nach wie vor Unterschiede, ob man zum Beispiel sich auf die Trikolore beruft, die von der Konstitution her eine eindeutig politische Aussage ist, die zwar auch als politische Aussage nationalisiert ist, ja, oder eben auf Schwarz-Rot-Gold, wo das, was dem dann politisch angedichtet wird, wie etwa im Fall von Post-Kosovo, Afghanistan und so weiter, Deutschland als die große Friedensmacht oder was man sich da auch immer zusammengedichtet hat, also Schwarz-Rot-Gold bleibt vom Ursprung nichts, was verortet ist
im politischen Kontext. Es sei denn, man würde das wirklich reaktionär rückbeziehen auf die Studentenverbindung im frühen 19. Jahrhundert, die diese Farben getragen haben. Und das ist einmal mehr, aber dann die Frage, kann das ein Argument sein für die Kritik im Umgang mit solcher Form von nationaler Symbolik? Oder liegt das, was daran kritisiert wird, auch wenn es eine Kritik ist, im Umgang mit Nationen, außerhalb dessen, was Nationalismus beschreibt? Also weil das eben einmal mehr auch eine nicht mehr diese Form von unbedingt aggressiver Verkettung und auch bereitwilliger, loyaler Stellung zum zur deutschen Nation hat, wie das noch im 19. und auch ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts hatte. Aber wie gesagt, ich bin da selber sehr unsicher und bin vielleicht jetzt auch erstmal fertig. Ich mache nochmal so eine letzte Bemerkung dazu, weil ich auch gerne immer dabei war und da große Sympathien hege zu den Kritiken, die alljährlich stattfinden zum 3. Oktober, was sich auch in den letzten Jahren angesichts der ganz konkret deutschen Beteiligung an verschiedensten, sei es kriegerischen, sei es ökonomischen Auseinandersetzungen in der Welt dramatisiert hat. Es ist ja schon so, dass man beobachten kann, mit nationaler Symbolik wird heute anders umgegangen als noch vor 20, 30 oder 40 Jahren. Wenn ich jetzt nicht krank wäre heute, hätte ich hier so ein paar Bilder gezeigt und auch Filme gezeigt. Und was ich vor einigen Jahren mal in Berlin bei einer Veranstaltung gemacht habe, ist, da gab es von der Firma Pfanny, die Kartoffelknödel herstellen, eine Werbung, die hatte so als Plot 100% deutsche Kartoffel. Und es wurden eben auch sehr, also für die damalige Zeit, so sehr typische Deutsche präsentiert, was in dem Fall auch nochmal interessant, so ein Junggeselle war, der eher so ein bisschen, das ging damals denn schon so in der Werbung, also eher so ein bisschen so asexuell, homosexuell schien und so nerd war und der sich aber dann so freut über die Kartoffeln. Und das Ganze war aber dann so kontrastiert mit so einem Bauer, der dann so in seinem Kartoffelfeld stand. Und und es gab eben wirklich mehr als einmal diese Figur 100% deutsche Kartoffel. Und ich habe das dann so versucht, so auseinanderzunehmen und habe aber so gemerkt, so richtig funktioniert das nicht. Man kann das tatsächlich auseinandernehmen, bis dahin, dass, was mir auch bis zu dem Zeitpunkt nicht so klar war, die Geschichte der Kartoffel in Deutschland wirklich ein nationales Politikum ist. Also die ist ja eingeführt worden und von Friedrich den Zweiten dann zur deutschen, wie soll man sagen, zum deutschen Gemüse erklärt worden. Aber einmal mehr dachte ich, irgendwie passt das nicht. Also man kann zwar wunderbar rekonstruieren, wie über eigentlich eine Form von verpatzten Kolonialismus und gleichzeitig maroder Agrarstruktur im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert sich die Kartoffel etabliert, aber das hat dann doch nicht so viel zu tun mit dieser Pfanny-Werbung, die das zwar auch irgendwie benutzt und gleichzeitig auch nicht so viel zu tun mit so einer zeitgemäßen Kritik des Nationalismus, auch wenn das so viel hergibt. Und ich wollte es nur erwähnt haben, also stellt euch vor, ich hätte jetzt aufgehört mit dieser Werbung.
Ja, vielen Dank für den sehr interessanten Vortrag, dass du uns mitgenommen hast auf eine Reise durch die Geschichte der Nation. Ich denke, viele von euch haben jetzt auch viele Fragen und die Veranstaltungen sind ja auch genau so konzipiert, sie nennen sich Intros, dass wir den Raum oder die Möglichkeit geben wollten, sich auch vielleicht zum ersten Mal oder nicht zum ersten, aber vielleicht zum zweiten Mal mit bestimmten Themen der Linken zu beschäftigen. Und das bedeutet, dass wir uns ein bisschen auch überlegt haben, dass wir es gut finden würden, wenn am Anfang zunächst ein paar Verständnisfragen gestellt werden, soweit ihr die dann noch habt, sprich, dass wir erst das klären, was gerade besprochen worden ist und dann im zweiten Schritt dann eventuell in eine Diskussion eintreten. Wir haben auch ein Raummikro, das würde dann rumgegeben. Wir zeichnen das für das Freie Senderkombinat auf. Wenn ihr da nicht drauf sein wollt, müsst ihr es einfach vorher kurz sagen. Klar, weißt du, habe ich gesagt. Kartoffel ist lecker, weißt du, gesund. Tut mir sehr leid, weißt du. Ich bin Afrikaner. Ich komme von Guinea-Conakry. Mein Sohn, ich bin immer viele Leute dort vor mir, vor meinem Land. Weißt du? Genau. Das ist gesund Kartoffeln, weißt du? Ja. Das sagt mir, Kartoffeln ist gesund vor mir, weißt du? Tut mir sehr leid, ich habe gesagt. Genau, dass Kartoffeln nicht gesund sind, hat, glaube ich, keiner dem widersprochen. Gibt es weitere Verständnisfragen? Da vorne. Genau, und während das Mikrofon nach vorne geht, vielleicht nochmal ganz kurz, wie gesagt, das Ganze wird auf FSK aufgezeichnet und dann auch später gesendet. Wer jetzt während der Diskussion nicht möchte, dass das Mikrofon an ist, soll das einfach ganz kurz kundtun. Du hattest gesagt, dass der Kapitalismus keine Rechtfertigung brauchte und bis dann wiederum darauf gekommen, dass ja die Nation, der Nationalismus ein notwendig falsches Bewusstsein sei, also ja durchaus eine Form von Rechtfertigung. Das war für mich so ein Gedanke, den hast du so hingeworfen, Kapitalismus braucht keine Rechtfertigung oder kapitalistische Produktionsweise, das war für mich so irgendwie schon. Also vielleicht führst du es nochmal aus, was du damit meintest. Soll ich immer gleich antworten? Ja, ja. Also, als ich das gesagt habe, kam mir das selber in den Sinn, dass es so nicht stimmt. Ja? Ich dachte aber, das merkt niemand. gleichzeitig stimmt es aber schon, und zwar in folgender Weise, oder ich würde es zumindest in folgender Weise so nochmal versuchen, klarer darzustellen. Was ich meinte, ist, dass im 19. Jahrhundert mit der Industrialisierung ganz klar war, der Kapitalismus kann zwar ideologisch das Himmelreich auf Erden versprechen, wenn alle hübsch fleißig sind, aber für die großen Massen derjenigen, die in den Fabriken arbeiten oder gar nicht arbeiten, sondern einfach irgendwie auf der Straße rumliegen, ist es klar, dass der Kapitalismus kein gutes Leben beschert. Und anders als dann im frühen 20. Jahrhundert der Umbruch passiert, brauchte es da für eben alle oder für die Gesellschaft keine offensive Rechtfertigung des Kapitalismus. Also die brauchte es für die bürgerliche Gesellschaft selbst, aber nicht in der Form, dass aus der Kapitallogik selber irgendwas gefunden werden musste, was man den Arbeiterinnen und Arbeitern anbietet als, euch geht's zwar scheiße, aber wenn ihr euch anstrengt, geht's euch auch irgendwie besser. Also es war klar, da kommt niemand lebend raus aus dieser Hölle. Und das, was angeboten wurde, fand aber jenseits davon statt. Also jenseits kann heißen eine beginnende Kneipenkultur, jenseits kann heißen Music Halls, jenseits kann heißen beginnende Freizeitveranstaltung in den wenigen Stunden, in denen man dann Zeit hat, weil man es auch erkämpft hat. Ja, muss man ja sehen, also alles, was sich an
Leben sozusagen für die Massen entwickelt im 19. Jahrhundert, ist dem Kapitalismus ja abgetrotzt. Und das ist ja ein großer Unterschied zu dem, wie wir es heute haben, wo zumindest für einen Großteil der Menschheit in der westlichen Welt, ich subjektiviere das jetzt auch mal, aber der Kapitalismus so tun kann, als sei im Prinzip alles in Ordnung und jeder könne irgendwie mitmachen an einer Veranstaltung, die grundsätzlich erstmal vollkommen fraglos die beste aller Welten bietet. Und darauf zielt ich ab. Aber das ist für mich trotzdem noch nicht ganz rund irgendwie, weil die Zuwanderung vom Land in die Stadt, die ja stattgefunden hat, die muss ja schon angefangen haben mit einer Art von Heilsversprechen. Oder weil ich bin von einer Armut in die nächste, die andere Armut macht mich sogar körperlich wahrscheinlich noch viel kränker, weil ich auf einmal mit Giften zu tun habe, Kohle abbaue oder so. Und jetzt das muss ja irgendwie verknüpft sein mit irgendeiner Art von Rechtfertigung für die Menschen, das überhaupt zu tun und etwas aufzugeben, was ja auf dem Land lag für sie. Also da ist, auch wenn es vielleicht nicht mehr möglich war, auf dem Land zu leben, weil es einfach technische Erneuerung da oder so immer, dann fehlt für mich ja trotzdem, dass der Gas ja, muss es ja irgendeine Form von Mitzusprechen in der Stadt gegeben haben. Und das muss ja schon, finde ich, eine Form von Rechtfertigung von Kapitalismus gewesen sein. Und unbekanntes Verhältnis, was da gelaufen ist. Aber ein Teil dieses Glücksversprechens war dann etwa die Idee der Nation. Ja, okay. Dann. Aber eben die. So. Die Nation verspricht ja nicht, die Nation verspricht doch nicht, ist doch keine Ideologie von Kapitalismus in erster Linie. Es ist doch eher, also die Nation ist natürlich gegen andere Nationen, wirtschaften sie als nationale Ökonomie, im imperialistischen Sinne gegen andere Staaten und so weiter. Aber sie ist ja nicht das subjektive Glücksversprechen, das, wenn du dich als Einzelner anstrengst, so das liberale Glücksversprechen. Genau. Also genau deshalb, weil die Nation oder der Nationalismus eben die Ideologie ist, die meine individuellen Interessen ausschaltet und überträgt auf ein Kollektiv, was es nur in meiner Vorstellung gibt, und genau dann Realität annimmt, wo ich mich auch in sehr engagierter Weise für die Nation einsetze, und sogar gegen meine unmittelbaren individuellen Interessen zu überleben. Also was man ja sehen muss, ist, inwiefern die Industrialisierung des 19. Jahrhunderts, gerade was Deutschland angeht, respektive ein Gebiet angeht, wo die Industrialisierung ja erst mit einer Verzögerung einsetzt, wie daraus ein Bewusstsein geschaffen wird, wo Hunderttausende von Männern, die sicherlich nicht alle proletarisiert waren, aber nichtsdestotrotz Hunderttausende von Männern jubelnd in den Ersten Weltkrieg ziehen. Und das zu installieren, also darauf, vielleicht ist das immer noch nicht klar und vielleicht stimmt das auch nicht in der Weise, wie ich das sage, aber ich würde, also in dem Zentralargument bleibe ich aber dabei, mir scheint es so zu sein, dass das eben nicht eine unmittelbare, und du sagst es ja auch, nicht eine unmittelbare Ideologie des Kapitalismus selbst ist, also nicht etwas, wo quasi die Produktionsverhältnisse in anderer Form kaschiert werden als tolle Veranstaltung, sondern etwas dazu kommt, was zwar mit dem Kapitalismus zu tun hat, aber ihm erstmal äußerlich bleibt. Und das, was dazu kommt, ist ist die Nation. Im Übrigen, also deswegen stockte ich gerade so, ist ja
Also nochmal sehr wichtig, vielleicht noch ein Begriff, den ich jetzt nicht erwähnt habe, aber der zusammenhängt mit diesen Theorien von Anderson und Hobsbawm und anderen von der imaginären Gemeinschaft. Im Übrigen lebt ja gerade die Vorstellung von europäischen Nationen von sogenannten invented traditions, also erfundene Traditionen, die ja in der Regel immer zurückweisen auf irgendwas Vorkapitalistisches oder auf irgendwas, was sich dem Kapitalismus entzieht. Das in der Regel deshalb relativierend, das bricht so ein bisschen mit der Idee des deutschen Handwerks. Also da gibt es zwar auch so Vorstellungen von Leuten, die noch so in der Schmiede stehen, keine Ahnung wo, aber das hat wiederum viel zu tun mit der besonderen Form von Handwerk und Industrieentwicklung Anfang des 20. Jahrhunderts. Also das lassen wir beiseite. Nichtsdestotrotz, invented traditions, also eine Idee von Nationalcharakter, die sich ja gerade im 19. Jahrhundert, also in der Zeit der Durchkapitalisierung europäischer Gesellschaften einschreibt ins Bewusstsein, wo, um nochmal auf die Kartoffel zu kommen, die selbstredend sehr gesund ist, aber wo auf einmal der Deutsche als Kartoffelfresser verschrien ist, ja. Und zwar darüber, weil die Kartoffel etwas ist, was arme Leute essen. Und das verselbstständigt sich. Das verselbstständigt sich genauso wie die Vorstellung, dass Italiener als Nationalcharakter haben, keine Ahnung, die ganze Zeit Liebeslieder zu singen und Spaghetti zu essen oder Franzosen immer ein Weißbrot unterm Arm haben und eine Baskenmütze auf oder ja, also oder Schotten und Männer einen Schottenrock anhaben. Ich sagte gerade, also das sind Ja, aber das sind sogenannte erfundene Traditionen, die solche Bilder sich verselbstständigen lassen. Und also dass sowas installiert werden kann, gelingt, glaube ich, nur, wenn man irgendeine Matrix einführt, die bei einem Glück, was man glaubt zu haben, wenn man vom Land in die Stadt zieht, um da Arbeit zu finden, vergessen lässt, unter welchen konkreten Bedingungen man da eigentlich lebt. Hallo. Sehr gut. Ich wollte noch eine weitere Frage stellen, und zwar, du hast ja in der Erklärung darüber oder irgendwie in dieser Herleitung, in dieser historischen Herleitung des Nationalismus, auch am deutschen Beispiel, den NS relativ doll ausgespart. Das hatte mich so ein bisschen verwundert, das ist aber nicht so richtig Teil meiner Frage, das wollte ich nur sagen. Was ich fragen wollte war, du meintest ja, dass sich halt irgendwie in den letzten 5 Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts so ein Nationalismus in Deutschland einfach anders geäußert hat. Meinst du nicht, dass ein ganz großer Teil dessen auch ist, Auschwitz als Zivilisationsbruch und die deutsche Niederlage, die darauf gefolgt ist? Also nochmal akustisch den Anfang von dem letzten Satz wiederholen. Also was vor Auschwitz und deutscher Niederlage kam. Na, dass eben der Grund ist dafür, dass sich eben der Nationalismus in Deutschland danach einfach komplett anders gezeigt hat als davor. Also die einfache Antwort ist ja. Und im Übrigen auch, das ist ein Problem, dass ich jetzt in weiten Teilen die Spezifik der deutschen Nation im Hinblick auf Nationalsozialismus und auch dann der Nachkriegszeit ausgelassen habe. Ich will das versuchen, von einer anderen Seite nochmal einzufangen, weil vielleicht könnte man da verlängern,
genau dieses Problem, was ich am Ende angerissen habe, also inwiefern eben eine Kritik des Nationalismus überhaupt noch so umfassend greift, dass man etwa damit auch der spezifischen Geschichte des Nationalismus über den Nationalsozialismus, über Auschwitz und über die Zeit danach und Restauration und dergleichen gerecht wird. Das hatte ich ja auch während des Vortrags angekündigt, dass ich davon noch reden will. Es ist sehr bemerkenswert, dass, und da hat mich drauf gebracht, ein Text von Dieter Henrich, ich weiß nicht, wie weit er bekannt ist, ist ein Philosoph, der ist eigentlich sehr konservativ, gleichzeitig Adorno-Schüler gewesen, und Adorno bezieht sich auch sehr positiv auf so frühe Geschichten von Henrich. Ist aber nicht so wichtig jetzt. Jedenfalls, Henrich schreibt über nationale Identität nach 89 und weist darauf hin, das ist der Punkt, den ich jetzt zitieren will und auch angesprochen hatte, es gibt diese bemerkenswerte Verschiebung, dass 89 in Leipzig bei den Demonstrationen erst gesagt wird, wir sind das Volk, also im Sinne von, es wird einer Politik abgesprochen, dass sie tatsächlich wie beansprucht das Volk repräsentieren würde. Und diese Formel, wir sind das Volk, wird ersetzt durch, wir sind ein Volk, was etwas völlig anderes ist, zunächst, nämlich adressiert die Einheit der deutschen Nation und sich auch nur proklamieren lässt, wenn tatsächlich davon ausgegangen wird, dass es über die politische Teilung eine nationale Identität weiterhin gibt, die jetzt in dieser Situation 89 sogar noch virulent wird, also quasi gelebt werden kann in Form von Protesten oder meinetwegen dann auch Aufmärschen und so weiter, was dann später kommt. Und Henrich weist aber darauf hin, dass bereits aber diese politische Formel, wir sind das Volk, schon impliziert die Idee der deutschen Nation. Also auch das als politische Formel nur proklamiert werden kann, wenn am Ende von diesem Wir Volk steht. Und das wäre für mich in sehr offenkundiger Weise die Konsequenz von, oder daran könnte sich für mich fortschreiben lassen, was Nationalismus vom meinetwegen 19. Jahrhundert über das 20. Jahrhundert, über Ersten Weltkrieg, über Nationalsozialismus, Auschwitz und so weiter, auch für die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts, sowohl im Übrigen für die Deutsche Demokratische Republik wie auch für die Bundesrepublik bedeutet. Wo ich aber wirklich nicht sicher bin, ist, inwiefern gerade diese Geschichte sich einerseits zwar fortschreibt in der Struktur der Gesellschaft, andererseits aber nicht mehr unbedingt eine permanente Übersetzung in der Alltagspraxis findet von Menschen. Und auch von Menschen, die spontan bereit sind zu sagen, ich bin deutsch und ich finde es auch irgendwie in Ordnung oder was auch immer positiv da genannt wird. Also ich weiß das einfach nicht. Und das heißt, ich würde erstmal auch bestreiten, dieser Vorstellung von in sich konsistenten Bewusstseinsformen, die homogen und kontinuierlich sich seit 45 oder seit 33 oder meinetwegen auch seit 1914 in so der deutschen Volksseele fortgeschrieben haben. Also sehe das Problem, dass man, auch wenn es Anzeichen dafür gibt immer wieder, eigentlich das nur aufrechterhalten kann, wenn man tatsächlich die Idee des Nationalcharakters auch akzeptiert. Also wenn man
schon davon ausgeht, dass es so etwas wie ein kollektives Bewusstsein gibt, was sich in, wenn nicht letzter, so doch in einer spezifischen Instanz konstituiert über nationale Eigenarten. Oder man sagt, ja, das ist national, aber das, was da als Nationales sich konstituiert, und meinetwegen auch über eben die Geschichte des Nationalsozialismus bis heute fortschreibt, das, was sich da als Nationales konstituiert, das wird permanent aktualisiert. Dafür fehlen mir aber bei derzeitiger politischer Lage die Anzeichen, dass das tatsächlich permanent passiert. Also man kann natürlich genügend Eckpunkte finden und dann zitiert man Köhler-Reden und Joschka Fischer zu Kosovo und so weiter und wir sind hier nicht trotz, sondern wegen Auschwitz und so weiter und so fort. Das kann man machen. Das gibt auch eine konsistente Geschichte, die macht auch Sinn. Und auch aus der Richtung macht es auch Sinn, weiterhin an der Kritik des Nationalismus festzuhalten. Ich meine, das nur mal nebenbei, das ist ja eh klar. Also es geht ja nicht darum, dass am Ende dann dabei rauskommt, alles halb so schlimm und so, nicht? Das ist schon klar. Aber ich meine, dass wenn man bei diesem kritischen Begriff des Nationalismus bleibt, dann auch dazugehört, zur Kenntnis zu nehmen, dass er sich in vielfacher Form so aufgelöst hat, dass er sozusagen wie kapitalistische Gesellschaft insgesamt eine Banalisierung durchmacht, was aber nicht dazu führt, dass er dadurch weniger problematisch wird, sondern ganz im Gegenteil. Also gerade die banalisierten Formen des Nationalismus, die in gewisser Weise ja konterkarieren diesen punktuell immer noch auftretenden harten Nationalismus, machen die Kritik des Nationalismus dringlicher denn je. Es scheint mir aber eben nicht mehr so greifbar zu sein. Also es scheint mir sinnlos zu sein, jeden, der aus welchen Gründen auch immer an seinem Parker die Deutschlandfahne dran gelassen hat, vorzuhalten, dass er irgendwie mit deutscher Geschichte nicht klarkommt. Also das mag sein, wahrscheinlich auch, wenn er die Fahne abgemacht hätte oder keine Ahnung, was für Jacken trägt. Aber das scheint mir nicht mehr in dieser unmittelbaren eben Übersetzbarkeit zu liegen. Da identifiziere ich ein nationales Symbol. Also gibt's auch nur da das Problem des Nationalismus. Ja, ich hätte eine Frage, die ist ein bisschen allgemeiner. Ich hoffe, das wird nicht zu allgemein. Also irgendwie hattest du ja gesagt, dass so der neue Nationalismus anders ist als der traditionelle, also der irgendwie im 19. Jahrhundert entstanden ist. Ich habe so das Gefühl, so den Eindruck, dass ja die USA irgendwie ein Aushängeschild dafür ist, wie dieser neue Nationalismus so kapitalorientiert sein kann, irgendwie feiern die ja total ihren Laissez-faire-Kapitalismus und sind dabei ganz stolz auf ihre Nation. Das heißt, das total irgendwie verknüpft diese kapitalistische Idee und der Hurra-Patriotismus und Nationalismus in den USA. Jetzt habe ich aber irgendwie das Gefühl, dass das irgendwie am Untergehen ist. Also die ganze Krise in den USA und irgendwie die ganzen, ich meine, wie die Umwelt zerstört wird und wie alles irgendwie zerstört wird durch diese Art von Wirtschaft und Gesellschaft. Ich glaube, das hat irgendwie keine Zukunft mehr. Was meinst du, wie könnte man in Zukunft anders über Nation, aber halt auch über Gesellschaft und Wirtschaft denken, wenn man von so einem Modell wegkommt, was ja irgendwie die halbe Welt dominiert heutzutage? Also das so beim ersten Teil der Frage dachte ich, das wird gar nicht so allgemein. Und das ist aber doch schon sehr allgemein jetzt, ne? Und ich vielleicht ohne die Frage zu beantworten, weil also das glaube ich, das muss nicht ich beantworten. Das weiß man selber oder weiß es nicht. Also ja, ich meine, die Parameter sind klar. Ja,
kein Gott, kein Staat, keine Nation, und wie es dann aussieht, das muss man im Einzelfall verhandeln. Ich würde auch denken, also ich teile nicht ganz die Darstellung von dem, was du über die USA sagst, gleichwohl da in der Diagnose ja einiges richtig ist und wäre auch erstmal geneigt, das zu dramatisieren. Also ich glaube, dass, wie sich ja auch andernorts zeigt auf der Welt, also jetzt im arabischen Raum man kann auch mal nach China gucken. Also das ist der erste Anfang von einem Auseinanderbrechen von dem, was auch als Stütze für die bürgerlichen Gesellschaften die Nation immer bedeutet hat. Also ein Gegensatz zur Nation, wenn ich jetzt das so skizziert habe, dass zur Nation immer ein sehr emphatischer Begriff der Kultur gehört. Gegensatz zur Nation, zu dieser Idee von Nation war immer der Rückfall in die Barbarei. Also die Degradierung von Nation funktionierte darüber nicht, dass sie eben keine Nation sind, sondern dass sie eine Nation sind, die über nicht eine angemessene Kultur verfügt. Und gleichzeitig haben, man kann ja nicht mal mehr sagen, bürgerliche Gesellschaften, sondern so spätbürgerliche, nachbürgerliche Gesellschaften, auch die Bundesrepublik, derzeit mit dem Problem zu tun, dass sich auch Bevölkerung nicht mehr so leicht kollektivieren lässt, wie man es gerne hätte, und Barbarisierung stattfinden auf allen Ebenen. Also das ist alles andere als gut. So, ne? Und man vermisst, oder ich vermisse da schon einen Willen, den du aussprichst, jenseits von Nationen und dergleichen irgendwas Neues zu konstituieren. Aber ich will trotzdem das, was du jetzt sehr allgemein geöffnet hast, noch um einen weiteren Aspekt öffnen. Nur um zu zeigen, dass ich nur um vielleicht noch weiter zu problematisieren, inwiefern dieser Begriff von Nationalismuskritik noch taugt für eine linke, linksradikale Position Anfang des 21. Jahrhunderts. Von den Nationen, von denen ich geredet habe, oder den Konstitutionen von Nationalstaaten, von denen ich geredet habe, kann man sagen, das sind alles welche, die im Wesentlichen den Prozess der Nationalstaatenbildung im 19. Jahrhundert haben, oder die zumindest sich auf das 19. Jahrhundert in der Idee von Nationalität beziehen. Also mit allen Mythen, die dazu gehören, auch mit, was ich ja eingangs meinte, auch durchaus mit allen partiell progressiven, emanzipatorischen Vorhaben zumindest, die drinstecken. Also das kann man wirklich für, man kann sogar zum Teil für die deutsche Nation sagen. Also nur nochmal so am Rande, das gibt von einem der Brüder Grimm, ich vergesse immer von welchem, der eine war schon tot, ich glaube das ist Jakob, der 1848 beim Verfassungsentwurf mitgearbeitet hat, und da gibt es einen Entwurf, wo der Artikel 1 besagt, auf deutschem Boden darf kein Sklave gehalten werden. Also was für die Zeit einfach eine, und fürs Bürgertum eine sehr progressive Idee ist, sowas über eine Vorstellung von Nationalstaat zu regeln. Man muss dazu sagen, deutscher Boden war auch Schiffe. Ja, also das ist implizit der Verbot, dass sich Deutsche am Sklavenhandel beteiligen. Dann mit der Wendung, warum? Weil der Deutsche frei ist und deshalb keine anderen in Unfreiheit setzen darf. Ja? Also eine ganz merkwürdige Figur, wo über einen Nationalcharakter, nämlich der Deutsche an sich ist frei, begründet wird, andere auch in ihre Freiheit zuzugestehen. Was also historisch ist, für eine bestimmte Phase des Bürgertums eine historische Implikation hat, eine emanzipatorische Implikation hat, meine ich, und natürlich so jetzt nicht mehr zu verteidigen ist. Aber worauf ich hinaus will, ist, zu den Veränderungen von national
Vorstellung und Nationalismus in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gehört ja auch, dass es eine ganze Reihe von neuen Nationen gibt, die in ihrer, in dem, was dann so Nation Building genannt wird, sich eben nicht beziehen auf das klassische Setting von dem, was im 19. Jahrhundert sich vollzieht, sondern die in zum Teil sehr regressiver Weise zurückgreifen auf Vorstellungen ethnischer Gemeinschaften oder eben auch in Anführungszeichen rassischer Gemeinschaften und so weiter, also was in positiver Weise da aufrechterhalten wird. Zum einen. Zum anderen gehört da aber auch zu, das darf man ja nicht vergessen, es gibt nach wie vor in der Linken auch immer noch ein Aspekt von positiven Bezug auf Nation im Hinblick auf den sogenannten Befreiungsnationalismus. Also ist jetzt nicht mehr so ganz aktuell, aber noch so aus den 80er Jahren kommt und in den 90ern hat sich das ja auch noch so durchgehalten, die Vorstellung, dass die Befreiung vom Kapitalismus auch ihren Weg geht darüber, dass jedem, ja, in Anführungszeichen Volk, Kurden, Basken und so weiter und so fort, immer auch zugestanden wird, ihre je eigenständige Nation, ist, glaube ich, auch etwas, wenn es nicht eh schon längst diskutiert wird, was man mit in die Diskussion von Nationalitätskritik aufnehmen müsste. Und vielleicht, um dann doch so einen kleinen Bogen zu machen als Beantwortungsversuch, wenn ich angefangen habe mit dem Hinweis darauf, dass Nation zu den Begriffen gehört, die sich nicht wirklich so fassen lassen, dass man sagen kann, das ist die Definition und hier sind 3-4 Bilder, da kann man sehen, was Nation ist, dann gehört dazu, das lässt sich auch nicht so einfach abschaffen. Ja, also natürlich kann man versuchen, wenn das denn etwas ist, was in den Köpfen existiert, entsprechend da auch anders drüber nachzudenken oder das als Problem zu reflektieren. Aber es ist ja eben nicht so, dass man, also ich meine, wir können das ja mal versuchen, wir können ja hier und heute entscheiden, ab morgen gibt's für uns keine Nation mehr und spätestens bei der nächsten Ausweiskontrolle oder für viele hier im Raum, die keinen deutschen Pass haben, das funktioniert so nicht. Also und das gehört aber mit zum Problem. Also ich glaube, das ist auch nicht banal. Das gehört mit zum Problem, auch zu dem, was eben vorhin schon angesprochen wurde, wie weit in die Struktur eingeschrieben ist eine Ideologie, eine, wie soll man sagen, Veralltäglichung von Verhaltensweisen, die man über Jahrzehnte, Menschen über Jahrzehnte angelernt bekommen haben und die letztendlich doch auch in verschiedenster Weise reproduziert werden, auch wenn man sich darüber im Klaren ist, dass sowas nicht ins positive politische Programm gehört. Ich habe noch eine Nachfrage zu dem neuen Nationalismus, was du gesagt hast, der insbesondere bei Sportveranstaltungen ausgelebt wird. Glaubst du, die Menschen, die da mit der Fahne in der Hand rumlaufen, dass die da einen ganz bewussten Unterschied machen? Ob es dieser neue Nationalismus ist oder ob denen das gar nicht bewusst ist zum Oldschool-Nationalismus, nenne ich das jetzt mal. Wird da ein Unterschied gemacht bei diesen Leuten? Also das ist jetzt wirklich so Glauben. Ne? Also ich habe da keine empirischen Untersuchungen vorliegen, die gibt's sicherlich darüber. Mein Verdacht wäre sowohl als auch. Und ich meine aber, der entscheidende Effekt ist doch der. Also wenn ich sage sowohl als auch, dass das, und das gehört meines Erachtens mit zu diesen Situationen,
man muss zwar gelegentlich auch von offizieller Regierungsseite sagen, zu Gast bei Freunden, hier habt ihr alle eure Deutschlandfahne, aber Obacht, da gibt es dann bestimmte Gebiete, da sind das auch Nazis, da darf man denn nicht hin. Aber im Prinzip löst sich ja auch genau diese Trennung auf. Also das wäre für mich zum Beispiel signifikant im Sinne von, gerade weil das so bagatellisiert ist, ist das ein größeres Problem als vorher. Also dass man jetzt eben bei solchen Veranstaltungen unter Umständen einen Block bildet mit übelsten Nationalisten, Alterprägung und irgendwelchen Leuten, die aus Fußballbegeisterung solche blöden Fahnen zugesteckt bekommen haben und alle zusammen jubeln und sich genau darin aber doch denn kollektiv einig sind, verweist darauf, dass es letztendlich gleichgültig bleibt, ob das der alte oder neue Nationalismus ist, der da praktiziert wird. Der Effekt aber ist einer, der meines Erachtens zum neuen Nationalismus gehört, insofern als dass das, was sich da als Nationalismus äußert, sofort auch wieder abgelegt werden kann. Und zwar von sowohl denjenigen, die immer noch stolz sind, deutsch zu sein, und denjenigen, denen es eigentlich völlig egal ist, Hauptsache Deutschland wird Weltmeister oder irgendwie sowas. Und worauf ich da hinaus will, ist, die Frage ist ja immer, was wird dadurch verdeckt? Also wenn das eine imaginäre Gemeinschaft ist, die da konstruiert wird, und es auch andere Angebote gibt, sowas wie imaginäre Gemeinschaften zu konstruieren. Und das sogar auch gelegentlich so sein kann, dass man denn, wenn Deutschland schon raus ist, dann ist es halt, dann laufen alle mit Brasilienfahnen rum oder irgendwie sowas halt. Also da kann man sich auch mal kurz als Brasilianer fühlen oder so. Das darf man dann, ja. Dass gleichzeitig ja verdeckt wird, dass eben diese Gesellschaft nicht eine ist, die widerspruchsfrei funktioniert und eben auch verdeckt wird, dass nicht zwei Fußballteams, die zusammenstehen oder irgendwelche Sportler, die gegeneinander stehen, dass das die einzigen Probleme sind, die man in der Welt hätte. Also dass Menschen nach wie vor bereit sind, statt sich um ihre eigenen Belange zu kümmern, punktuell aufzuspringen auf solche Veranstaltungen und sich da gar nicht mal vom Karren spannen lassen, sondern glauben selber dieser Karren zu sein, der da gezogen wird. Das ja sprengt den Rahmen, weil das überschreitet die Figur des Nationalismus meines Erachtens. Da war da hinten noch einer. Eins, zwei. Hallo? Ah ja, gut. Ja, das klang vorhin so, ich meine, du sagst ja, dieses Kollektiv beruht auf bloßer Selbstzuschreibung. Das klingt so, oder so klingt das ja sehr, das ist halt eine bloße Fiktion. Ich möchte da nochmal betonen, gut, es ist ja durchaus hergestellt über diese Herrschaft. Der Staat sagt doch, wer hier abgeschoben werden soll und wer Deutscher ist und Ausländer sortiert da das Volk. Und ich denke schon, dass der ganz blöde Nationalismus, also den es schon immer gegeben hat, eben durchaus auch etwas für die Klassenherrschaft leistet, für die Unterordnung der Lohnarbeit unter diese Verhältnisse, in diesen Nationalismus, das ist ja insofern eine Ideologie, nicht nur um dann im Krieg oder sonst wie oder als Steuerzahler gerne zu zahlen, sondern eben auch ja, die ganzen Widrigkeiten hinzunehmen, die ihnen auch vom Staat abverlangt werden, dass er hier eben bereitsteht und zur Lohnarbeit und zur Ausbeutung dasteht. Ne? Tja. Okay. Soll ich dazu was?
Also ich stimme dir da vollkommen zu. Und das habe ich auch nicht so gemeint und ich meine auch nicht so gesagt, dass die Nation in letzter Instanz eine Fiktion ist, sondern eben ganz im Gegenteil, wie du das jetzt ja auch nochmal formuliert hast, das schafft eine Realität. Und der Aspekt, auf den du jetzt nochmal hinweist, ich wiederhole das einfach, weil das extrem wichtig ist, meines Erachtens für genau das, was den neuen Nationalismus kennzeichnet, nämlich der alte Nationalismus, eben auch mit dem, was ich referiert habe über Fichte und dergleichen, also man fühlt sich deutsch und es gibt ein deutsches Wesen, auch das habe ich ausgelassen, das hat seine Konsequenzen für die Konstruktion von dem, was deutsch ist, über das Blut letztendlich, also ein ganz wesentlicher Faktor, von dem ich jetzt gar nicht geredet habe. Das hat aber dazu geführt, dass das ein Nationalismus war, der sich als Nationalismus immer so formierte, dass zum Beispiel das Fremde ganz klar rausgehört und abgesondert gehört und bis hin zur Vernichtung eben nicht passt in das, was die Vorstellung der Nation hergibt. Worauf du jetzt hinweist, ist ja eine der signifikantesten Momente von demokratischer Ideologie oder demokratischer Herrschaft, nämlich dass auf der einen Seite Veranstaltungen stattfinden, wo Menschen sich einig fühlen können als, keine Ahnung, wir sind alle Fußballfans und wollen, dass Deutschland gewinnt, und im selben Moment dieselbe Nation, der man da, wenn auch nur vertreten in 11 Personen auf dem Fußballfeld zujubelt, im selben Moment als genau die Nation Menschen abschiebt oder Menschen sämtlichen Status abspricht, überhaupt Menschen zu sein. Und zwar als Praxis, die verregelt ist über das, was als Nationalstaat noch übrig geblieben ist. Also es ist ja keine Willkürherrschaft. Und das ist, also genau das ist aber eben diese Diskrepanz, also dass dieselbe Idee von demokratischer Nation eigentlich ohne nennenswerten Widerspruch in den letzten Jahrzehnten hat abschaffen können, das Asylrecht faktisch, gleichzeitig aber hat reinstallieren können eine Begeisterung für eine Idee des aus seiner Vergangenheit angeblich geläutert hervorgehenden Deutschlands, wo man temporär eben aufspringen kann, aber gleichzeitig auch ein bisschen kritisch werden kann mit Hartz IV ist auch doof und so weiter, ohne dagegen zum Beispiel faktisch in Massenbewegungen vorzugehen. Das, meine ich, gehört von Phänomenbestand alles mit zum neuen Nationalismus und unterscheidet eben vom alten Nationalismus. Also ich hoffe, dass es klar war, dass ich dir da nicht, dass wir da eigentlich auf einer Argumentationsebene sind. Oder? Ein bisschen zu sehr an dieser Unterschied Trikolore wird. Das ist doch nur so lange nützlich, wie es eben taugt, um die Herrschaft zu legitimieren und die ganzen Widrigkeiten. Und insofern diese Unterschiede dann zu machen, also so, denen so viel Gewicht, naja, ich weiß auch nicht, das wollte ich noch ein bisschen tiefer. Frage? Ich muss die Frage bitte. Jetzt ist ja immer die Dame hier vorne dran. Du hast ja vorhin gesagt, dass Nationalität nicht aufgedrückt werden kann. Und ich glaube, ich würde sagen, Nationalität kann aufgedrückt werden. Und ja, ich gehe auch davon aus, dass dieses Nationalgefühl, von dem du gesprochen hast, auf so einer Einheit auch beruht und so einem kulturellen Verständnis oder so einer Ideologie, was dazugehört und was da nicht zugehört, halt diese Ausgrenzungsmechanismen, die so ein Nationalismus bedingt oder so. Aber ich verstehe nicht, also zum Beispiel bei dem Beispiel, was du auch genannt hattest, dass ein, ich sag jetzt mal, klischee-weiß deutscher Nationalist, dass es natürlich auch nicht klischee-weiße Deutsche, also Nationalisten gibt, oder auch Nationalisten, ne, Deutsche, die halt irgendwie nicht so super deutsch aussehen. Und dass natürlich auch andere Leute, die nicht in die nicht-weiße Kategorie fallen,
auch sich mit Nationalisten sozusagen verbünden können. Und mir fehlte, vielleicht habe ich auch was verstanden, aber mir fehlt ja diese Interdependenz von Rassismus. Die hast du irgendwie nicht wirklich ausgeführt. Und das fand ich, wenn du dann sowas sagst, total wichtig. Das hat mir irgendwie gefehlt, deswegen. Und du hast ja am ganz Anfang, hast du ein bisschen diese Interdependenz der verschiedenen Nationen, hast du aufgemacht. Aber halt nicht, bei dem Beispiel hat mir das ein bisschen, also vielleicht kannst du was dazu sagen. Also, das meine ich jetzt gar nicht ausweichend. Es gibt ja noch ein Intro zu Rassismus, ne? Nee, war letztes Mal. War letztes Mal. Und da war ich nicht da. Da gibt es im Internet zum Runterladen. Da gibt es im Internet zum Runterladen. Und das war ja da auch das Argument, dass, wenn ich mich recht erinnere, dass die Linke eigentlich erst sehr spät angefangen hat, sich mit dem, was Rassismus bedeutet, zu beschäftigen. Wenn ich das jetzt mal so appliziere auf das, was ich gesagt habe, dann wird da ja Folgendes bei rauskommen. Der klassische Nationalismus ist dadurch geprägt, dass er in seiner aggressiven Form von auch Herrschaftssicherung sich stabilisiert über genau auch solche aggressiven Formen von Rassismus, Antisemitismus, letztendlich einen Vernichtungswillen oder zumindest eine enorme Gewaltbereitschaft mit sich bringt. So ein bisschen ins Ungeschützte reinlaufen, würde ich sagen, was ich versucht habe zu skizzieren für den neuen Nationalismus, gilt auch für eine Installierung eines sehr prägnanten Segments von Rassismus heute. Und das fällt zusammen etwa mit dem, was du jetzt meinst, dass es natürlich auch Nationalisten gibt, die nicht dem Bild entsprechen von, was weiß ich, weiß, männlich und Deutschlandfahne in der Hand. Also als damals die Kampagne I Can't Relax in Deutschland lief, gab es, und die so ein bisschen größer war als nur diese Kampagne, gab es interessanterweise sehr heftigen Widerspruch so aus der so aus der afrodeutschen Gemeinschaft, also so Leute, so Brothers Keepers und sowas, ja, also die so ganz offensiv meinten, also gerade uns als Nicht-Weiße kann man doch den positiven Bezug auf die Nation nicht verbieten, weil wir doch diejenigen sind, die genau das, was wir mit dem neuen Deutschland meinen, repräsentieren. Und das funktioniert aber nur, wenn gleichzeitig sich das verkoppelt mit auch dieser veränderten Form von Rassismus, der da reinspielt. Und hat meines Erachtens aber als Prinzip, was das Ganze zusammenhält, eine Rückführung auf den Ursprung des Nationalismus, nämlich auf die Sprache. Und was das bedeutet, kann man derzeit an der sogenannten Integrationsdebatte sehen. Also dass der Nationalismus sich in so einem Zwischenfeld von, sagen wir mal, Abschiebepolitik auf der einen Seite und Spaßkultur auf der anderen Seite, nämlich hauptsächlich so im Bildungssektor, eingeebnet hat auf die Entscheidung, wir sind eine demokratische Nation, da darf jeder mitmachen und jede, solange man sich ungeachtet von Hautfarbe und Religion so integriert, dass man mit Hautfarbe und Religion und sonstigen Merkmalen nicht weiter auffällt. Also wenn Menschen nicht weißer Hautfarbe sich nur weiß genug verhalten, dann geht das auch. Oder auch oft genug beteuern als Muslime oder wie auch immer, dass sie eigentlich auch ein ganz großes Problem damit haben oder... Genau, aber das bleibt, also nach meiner Beobachtung, ich weiß nicht, vielleicht stimmt das einfach nicht, aber nach meiner Beobachtung bleibt das zufällig.
Also das bleibt zufällig in dem Maße, dass man weiterhin an einer eben sehr brachialen Abschiebepraxis oder überhaupt Umgangsweise mit Menschen ohne deutschen Pass nachvollziehen kann, hier schlägt der Rassismus voll durch, hier schlägt Nationalismus voll durch, hier schlägt ohnehin eine sehr unmenschliche Politik durch. Und auf der anderen Seite, also ich gucke ja sehr viel fern und auch sehr gerne, dann hat man so diese Formate wie, wie heißt das jetzt, Germany's Next Voice oder Voice of Germany oder so, ja, mit, also da gibt es dann so eine Jury, die entscheiden darf, wer am besten singen kann in Deutschland, und Xavier Naidu ist derjenige, der also wörtlich in jedem dritten Beitrag sagt, er vertritt hier die deutsche Sprache. Und alle anderen hätten nicht so ein Gewicht, also sitzen halt auch noch andere Leute wie neben Nena und so, also irgendwie so drittklassige Kulturindustrieangestellte, ja, und andere, die hätten halt nicht so ein Gewicht, weil die nicht so gut Deutsch können. Und das ist bemerkenswert, also dass so diese alte Figur des der nationalen Selbstbestimmung wiedergeholt wird, nämlich eloquent und fehlerfrei Deutsch reden zu können, als Argument nicht etwa dafür, dass man dadurch, keine Ahnung, also wäre auch schon albern, aber dass man dadurch besser beurteilen kann, ob Musiktexte gehaltvoll sind oder so, sondern explizit das legitimiert dazu, entscheiden zu können, ob etwas in dieses Format deutsche Stimme passt, als nationale Bestimmung. Und gleichzeitig bleibt das aber völlig belanglos. Also auch wenn der das nicht machen würde, dann wird das halt nicht machen. Dann wird es halt niemand machen oder jemand anders. Also und dass sich das aber immer bricht mit einer eben Alltagspraxis, wo ganz klassische Formen von Nationalismus und Rassismus und so weiter laufen, das ja, scheint mir nicht zusammenzugehen mit diesen vielfältigen Versuchen, sowas wie einen offenen Zugriff auf Nationen zu installieren. Ich weiß nicht, ob das beantwortet, was du meintest. Ich muss ja fragen, bitte. Das Wort gerade jetzt, das ist ein gutes Wort, weißt du. Tut mir sehr leid. Guck mal, ich bin ein Afrikaner, weißt du. Welches Wort ist kein gutes Wort? Nein, warte mal, ich habe gerade jetzt keine Passport für Deutschland, ja, keine Ausländer, weißt du. Das ist gut, weißt du. Jeder Mensch kann so wohnen, kann so bleiben. Weißt du, ich bin meine Heimat, ist meine Heimat, weißt du. Zum Beispiel, kommst du in meine Heimat. Ich sage dir, du, wo dein Ausweis? Na klar oder nein? Das ist ein Wort, habe ich gefragt. Sag mir ein Wort, bitte. Na klar. Also ich habe es nicht ganz verstanden. Ich bin Ausländer, habe ich gesagt. Ja. Zum Beispiel, ich bin Deutschland, weißt du? Ich bin Ausländer, natürlich. Du kannst kommen in meine Heimat, was machen du bei dir? Ich bin nicht dafür bei dir, weißt du? Ich bin ein Netz vor dir, weißt du? Tut mir sehr leid. Diese Worte habe ich gerade jetzt gesagt, das ist nicht gut. Wirklich, tut mir sehr leid. Vielleicht können wir die Frage ja sonst gleich nochmal in Ruhe im Zweiergespräch klären. Du guckst mich jetzt erwartungsvoll an. Ja? Ganz kurz nochmal, meinst du das Wort Ausländer, oder? Ich komme in Heimat. Du bist Ausländer. Ich komme hier, ich bin Ausländer, weißt du? Und sag nicht, kein Mann, keine Passport, keine gar nichts. Sei da für Ausländer. Das ist gut. Das ist Leute, weißt du? Tut mir sehr leid. Hast du mich missverstanden? Ich habe nicht gesagt, dass... Ich habe gesagt, sofort. Freu dich, Mann. Das ist gut, wer war mir, weißt du? Das tut mir bei mir gesagt, gerade jetzt. Ausländer, sei selber Ausländer, ne? Das habe ich aber nicht gesagt. Ich komme in meine Heimat, was machst du da bei meiner Heimat? Ist auch ja. Ausländer, meine Heimat.
ganz meine Heimat. Geburt meine Heimat, weißt du? Tut mir leid, jetzt kommt der Gemeinde. Das ist komisch, Mann. Das nicht. Genau, ich glaube, offensichtlich gab es irgendein Missverständnis, was bestimmt nicht von dir beabsichtigt war. Und wir klären das einfach nach der Veranstaltung kurz im Zweiergespräch. Gibt es weitere Nachfragen? Dann würde ich hiermit... Ich wollte noch mal fragen, du hast ja irgendwie diese Geschichte auch erzählt mit Roger Whittaker und der AOK und der ARD. Und das ist ja erstmal ein spannender Aspekt, weil ja in dem Moment, also... Werbung als, also wo es eigentlich sonst darum geht, irgendwie, keine Ahnung, irgendeine Art von Wert herzustellen, irgendwie... in dem Moment ja schon auch als Propagandamedium genutzt wird, um jetzt die einzelne Fernsehkonsumentin etc., das Individuum an diese so, also irgendwie so eine imaginierte Nation irgendwie schon heranzuführen. Was ja in dem Moment erstmal mit dem, also wo das Medium Werbung ja in dem Moment auch erstmal nochmal als was anderes genutzt wird. Und das hast du, glaube ich, auch irgendwie schon gesagt, das ist ein Moment von Nationalismus, das hatte ich. Und daran anknüpfend, fände ich jetzt nochmal interessant, gerade auch im Zusammenhang mit dieser sogenannten Occupy-Bewegung, die ja schon, ich würde sagen, sehr regressiv-reaktionäre Elemente hat, aber ja für sich in Anspruch nimmt, kapitalismuskritisch zu sein, aber gleichzeitig ja Zuspruch bekommt, auch von der etablierten Politik, also von, jetzt in den USA ein Beispiel Obama, aber die ja trotzdem mit sowas wie Volk argumentiert, also ne, und zwar irgendwie schon auch über Nationengrenzen hinaus, aber also mein Gefühl wäre schon, dass es sich im Prinzip schon an den gleichen Begriff von Volk richtet wie der normale Nationalismus. Meine Frage wäre jetzt, inwieweit du jetzt gerade im Spätkapitalismus das Verhältnis einschätzen würdest zwischen so einer Ideologie wie Nationalismus und der kapitalistischen Gesellschaftsformation, weil also mein Gefühl ist gerade, dass da irgendwie was sich nicht wirklich widerspricht, aber in dem Moment, wo ein nationalstaatlicher Akteur wie Obama diese Occupy-Bewegung unterstützt, die eine regressive Kapitalismuskritik formuliert, habe ich ja schon das Gefühl, dass das nicht deckungsgleich ist. Was es auch nicht immer zwingend war, aber ja schon zeitweilig sicher bedingt hat, also gerade zum Entstehen Bürgertum, Industrialisierung, Kapitalismus und also wie du das Verhältnis einschätzen würdest zwischen Kapitalismus und Nationalismus. Vielleicht auch, ob sich das wandelt, ob du da irgendeine Idee, Einschätzung zu hast. Also ist die Frage klar? Jetzt habe ich so viel... Also, ich glaube ja, aber wenn nicht, kannst du es ja korrigieren. Bei der Occupy-Bewegung weiß ich das nicht so, weil ob man die jetzt so auf diesen Begriff des Volks bringen kann. Die argumentieren ja auch eher so gut amerikanisch über Statistik, dass sie 99% seien. Und gleichwohl ist ja sehr bemerkenswert, dass die sich ja erstmal als Bewegung zeigen, die scheinbar jenseits der klassischen Nomenklatur linkspolitischer Bewegung agieren. Ja, also hier geht es weder um Fabrikbesetzung, noch Streiks, noch eben Befreiungsnationalismus oder sowas in der Richtung. Gleichwohl ist es ja nach wie vor, also auch ja ein Thema, über das ich gar nicht gesprochen habe, nämlich Antisemitismus, ist es sehr bemerkenswert, dass, das gilt ganz gewiss nicht für alle, aber wenn man dort irgendwelche Bezüge zu dann doch Nationen als Feindbilder finden kann, ist es schon sehr bemerkenswert, das bleiben dann doch abstrakt die USA und Israel. Mit allen Schwundstufen selbst des beklopptesten Antisemitismus, der dazugehört, mit Google gehört den Juden und keine Ahnung was. Ne? Das
scheint mir aber erstmal davon zu zeugen, dass offensichtlich da ein dezidiertes politisches Bewusstsein gar keine Rolle spielt. Also, weil das, ich würde jetzt auch nicht sagen, das ist jetzt eine offensiv antisemitische Bewegung oder irgendwie sowas. Aber dass solche Dämlichkeiten überhaupt in gewissen Rahmen toleriert werden, werden sie ja nicht von allen. Also es gibt auch die schönen Bilder, wo dann jemand mit diesem Google gehört den Juden-Plakat steht und daneben steht jemand mit einem Schwachkopf-Plakat oder so. Ne? Aber nichtsdestotrotz, also wenn ich das abbilden sollte auf das Verhältnis von Nationalismus und Kapitalismus, würde ich sagen, das ist signifikant dafür, dass vielleicht auch nochmal zu dieser Allgemeinfrage von vorhin oder von eben, sich derzeit zeigt, dass auf ganzer Linie bestimmte politische Begriffe nicht mehr in der Form selbstverständlich eingefügt werden können in spontane und sich verfestigende Bewegungen oder Bewegungssituationen, wie das noch vor 10, 15, 20 Jahren der Fall war. Das hat vielleicht auch was zu tun dann im engeren Sinne mit dem Verhältnis von Nationalismus und Kapitalismus. Um noch einen Begriff reinzubringen, der das meines Erachtens aber beleuchtet, was ich meine. Also A, nochmal, also der Begriff kommt gleich, B, aber erstmal A, was du meintest mit dem Verhältnis von Warenproduktion, das Signifikante der Warenproduktion ist ja, dass bei Reklame nicht nur die Ware Reklame macht für das Produkt selber, also zum Beispiel Funny Kartoffelknödel, meinetwegen auch 100% deutsche Kartoffel, sondern Reklame unter Bedingung der Warenproduktion immer so funktioniert, dass es Reklame für die gesamte Gesellschaft ist. Also keine Reklame, egal was das ist, und wenn es Zahncreme oder Handys oder Autos sind, würde funktionieren, wenn nicht gleichzeitig mit dem, was da angepriesen wird, die Gesamtstruktur der Gesellschaft mit angepriesen wird. Also sonst könnten wir nicht die einfachsten Figuren, die auftauchen in der Reklame, identifizieren. Also sonst würden wir alle finden, dass es unsympathisch ist, beim Nachbarn zu klingeln und nach Kaffee zu fragen oder so. Also das ist auch nichts Schlimmes, aber das ist erstmal wesentlich für die Struktur von Reklame. Und auch da übrigens wäre das wahrscheinlich eine interessante Sache, mal zu analysieren, wie weil die große Teile der heute immer noch gültigen deutschen Marktforschung kommen aus dem Nationalsozialismus. Ja, das die Institute, die da maßgeblich sind, sind im NS gegründet worden. Da wäre es mal interessant zu analysieren, wie, und das haben auch einige schon gemacht, Franz Dröge und ich glaube Michael Müller oder so, weiß ich nicht, ein schönes Buch mal geschrieben, über die Struktur der NS-Konsumgesellschaft. Also wie sich eben das Bild von der nationalsozialistischen Gesellschaft eingeschrieben hat in den NS-Alltag. Wie der VW Käfer, damals ja noch KDF-Wagen, verkauft wurde, mit was für Bildern und so weiter. Und das führt zu Bemerkung B, also die Verhältnis von Nationalismus, wenn ich gesagt habe, es gibt einen Neunationalismus und Kapitalismus, wenn ich jetzt gesagt habe, gegenwärtig die Situation, wo Begriffe, die mal klar waren, irgendwie wegbrechen oder nicht mehr diese Griffigkeit haben, die eigentlich Begriffe haben sollten. Noch ein Wort, was ich ja eben noch nicht benutzt habe, Neoliberalismus. Sehr hilfreich fand ich neulich den Hinweis von einem Kollegen, Michael Weingarten aus Stuttgart, der darauf insistierte, Neoliberalismus ist eine Ideologie. Das ist also nichts Reales.
Das ist eine Ideologie, also hat natürlich seine Realitäten, aber das ist eine Ideologie insofern, als dass die Parameter davon völlig austauschbar sind. Parameter zum Beispiel, inwiefern wird der Staat angerufen und inwiefern nicht. Das meine ich jetzt in Bezug etwa auf nochmal Occupy-Bewegung und Obama. Ja, also das, wir leben in einer Zeit, wo zum Beispiel jemand wie Obama, sicherlich nach bestimmten Kategorien einer der mächtigsten Menschen der Welt, ohne weiteres sagen kann, ihr habt meine Sympathie. Und gleichzeitig genau die Politik durchsetzt, die da praktiziert wird. Und das funktioniert sogar mit Offenlegung dieses Widerspruchs. Das ist, glaube ich, auch gehört auch mit zu dieser Zeit. Also das geht nicht mehr darum, dass man laufend Leute überführt, dass die sich ja selbst widersprechen und das geht ja nicht, wenn du für Umweltschutz bist, dass du trotzdem rauchst. Nee, ganz im Gegenteil. Also das, je konsequenter man alles auf einmal macht, umso, also je absurder man sich sozusagen geriert in so einem politischen oder überhaupt Alltagsfeld, umso glaubwürdiger scheint man zu sein. Und einmal mehr, das banalisiert oder bagatellisiert auch nochmal die Figuren des Nationalismus. Ja, ohne euch abwürgen zu wollen, würde ich vorschlagen, wir haben ja auch Musik und da hinten Getränke, dass wir vielleicht alle weiteren Fragen jetzt im Anschluss klären, wenn euch das so recht ist. Und dann würden wir uns bedanken für euer zahlreiches Erscheinen und kommt zu Antiziganismus wieder, was glaube ich am 5.1. ist. Ja. Wir hörten soeben aus der von den Gruppen A-Quadrat und Kritikmaximierung sowie vom Freien Senderkombinat organisierten Intros-Reihe einen Vortrag vom 8. Dezember aus der Roten Flora Roger Behrens zur Kritik des Nationalismus sowie die anschließende Diskussion. Diese monatliche Reihe von gesellschaftskritischen Einführungsveranstaltungen wird bis April an jedem ersten Donnerstag im Monat fortgesetzt. Das nächste Mal am Donnerstag, dem 5. Januar 2012, mit einem Abend zur Kritik des Antiziganismus. Im Februar folgt dann ein Vortrag zur Kritik der Heteronormativität. Beginn ist jeweils um 19 Uhr in der Roten Flora. Weitere Informationen zur Intros-Reihe finden sich im Internet unter intros.blogsport.eu. Eine Sendung der Redaktion 3 des Freien Senderkombinats Hamburg zu erreichen per Mail an redaktion3@fsk-sh.org oder telefonisch über das FSK-Büro unter der Nummer 040 43 43 24.